Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich glaube, wir werden beginnen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich dazugekommen seid. Ich darf heute im Zuge der Foto- und Videothese des Digitalstores Wiener, darf ich euch heute einen kleinen Vortrag zeigen über Natur- und Landschaftsfotografie mit leichtem Gepäck. Das ist unser Thema für heute. Und ja, so wie das Thema sagt, es geht um leichtes Gepäck und dazu werden wir uns ein paar Dinge ansehen. Es geht darum, dass ich aufzeigen möchte, dass man auch mit kleineren Kameras, dass man nicht unbedingt große Kameras herumschleppen muss, dass man auch mit kleineren Kameras sehr gute Bildergebnisse bekommen kann. Viele, die schon meinem Pfad mehr oder weniger folgen, die können das wahrscheinlich bestätigen. Und es soll heute darum gehen, ganz einfach zu zeigen, was mit kleineren Sensoren, die natürlich mit einem kompakteren System einhergehen, alles möglich ist. Das heißt, ich werde euch auch Bilder dazu zeigen. Wir werden Bilder auch gemeinsam bearbeiten und sehen, wo die Grenzen liegen, was man machen kann damit. Und ja, im Grunde genommen zeige ich euch ein paar Tieraufnahmen, Landschaftsaufnahmen und werde ein paar Beispiele bringen. Gut, wenn es für euch passt, starte ich gleich los. Ich zeige euch das im Capture One. Das heißt, ich werde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ihr solltet jetzt das alles sehen. Vielleicht kann mir der ein oder andere ein kleines was in den Chat schreiben, ob es passt. So, und wir beginnen im Prinzip damit. Ich würde euch gerne einen Film zeigen zu Beginn. Und zwar würde ich euch gerne nach Helgoland, auf die Insel Helgoland heute entführen, wo wir uns ein paar Bilder ansehen. Es gibt dann auch von anderen Gelegenheiten Fotos, teilweise auch Städtelandschaften und dergleichen. Aber das Hauptthema ist heute Helgoland und im Zuge dessen möchte ich euch eben zeigen, wie man mit leichtem Gepäck gute Fotos bekommt. Und als Start möchte ich euch gerne ein Video zeigen. So stoppe ich jetzt noch einmal kurz die ganze Geschichte, weil ich muss das jetzt nämlich anders teilen. Entschuldigung, so erweitern Video. So, einen kurzen Moment. Ich zeige euch jetzt ein Video, das in Helgoland damals entstanden ist. Manche kennen schon, manche vielleicht nicht. Aber ich denke, dass das ganz interessant sein könnte und vor allem zeigen kann, dass man auch mit den kleineren Kameras filmen kann. Es war so, dass wir einen Landschaftsfotografie-Workshop gemacht haben, Tierfotografie-Workshop auf der Insel Helgoland in der Deutschen Bucht. Und eigentlich bin ich mit den Teilnehmern dorthin gefahren, um zu fotografieren in erster Linie. Bin aber dann relativ rasch, habe ich dann auch begonnen, Videos zu machen, einzelne Videos so stückweise. Ohne besondere, ohne Drehbuch oder Storyline oder wie auch immer, sondern ganz einfach zu dokumentieren, wie die Tiere miteinander kommunizieren, wie die interagieren und so weiter, weil das Naturerlebnis nämlich so einzigartig war, dass ich dann als reiner Fotograf und gar nicht Videofilmer begonnen habe, dann stückweise halt Videos zusammenzustellen. Und die habe ich dann im Nachgang zusammengeschnitten zu einem kleinen Film, den ich euch jetzt gerne zeigen würde. So, einen Moment, das geht gleich los. So, danach sehen wir uns die Fotos an und werden das dann auch bearbeiten.
Danke für den Hinweis. Ich habe vergessen, das Mikrofon wieder einzuschalten. Aber jetzt müsste es passen wieder. Ton wieder da. Wunderbar, danke. Ja, wie gesagt, das war der Film über Helgoland, der eigentlich nicht zufällig, aber im Nachhinein eigentlich erst entstanden ist. Ich habe die einzelnen Filme zusammengetragen und habe mir dann gedacht, jetzt schneide ich einen Film draus. Es war eigentlich mein allererster Film. Ich habe bis dahin überhaupt keine Videos geschnitten und auch nicht gefilmt. Ich habe eigentlich bis dahin nur fotografiert, mein ganzes Leben lang. Und es war halt dann so beeindruckend, dass ich gesagt habe, jetzt starte ich damit und mache meinen ersten Film. Ja, und was ihr gesehen habt vielleicht, ist, dass die Wetterbedingungen teilweise halt nicht besonders erfrischend sind. Also es geht dort ständig der Wind mit gut 50, 60 km/h. Und dementsprechend muss man sich halt dann warm anziehen. Ja, wir waren im Anfang Dezember dort unterwegs. In der Zeit findet die Kegelrobengeburt statt. Und wer Helgoland kennt, der kennt auch die Düne, wo sich die Kegelrobben versammeln jedes Jahr. Wer es noch nicht kennt, also es gibt die Insel Helgoland in der Deutschen Bucht. Das ist ungefähr 50 bis 60 Kilometer südwestlich, glaube ich, von Cuxhaven. Und vorgelagert vor dieser Insel gibt es eine Düne, auf der sich die Kegelrobben versammeln und dort ihre Kleinen bekommen. Und die sind eigentlich das ganze Jahr dort. Im Juni sind na, wie sagt man, Seehunde dran und im Dezember kommen dann die Kegelrobben und kriegen dort ihre Jungen. Ja, ich zeige euch dann andere Fotos auch noch von der Insel. Und zwar kann man im Frühjahr dort wunderbar Zugvögel fotografieren. Und die werden wir uns dann auch später anschauen, diese Fotos. Ja, was bei der Reise halt besonders aufgefallen ist, es war halt ständig der Wind, es war ständig die Gischt vom Meer. Also es war hier wirklich gut, ein spritzwassergeschütztes System zu haben. Und ich spreche natürlich für Olympus. Das heißt, wir haben eigentlich die ganze Zeit mit den Kameras ungeschützt fotografiert. Das waren die Kameras ohne, also nicht eingepackt mit irgendwelchen Plastiksäcken oder dergleichen. Außerdem haben wir alles aus der Hand fotografiert. Das heißt, es sind fast keine Aufnahmen vom Stativ. Und wenn ich jetzt gleich einmal den Bildschirm teile und euch in Capture One verführe, dann kann ich euch das auch ein bisschen zeigen. Also bei uns war das meistens so. Hat das so ausgesehen. Ja, Stativ haben wir am ersten Tag mitgehabt. Also ich habe den Teilnehmern empfohlen, nehmt euch ein Stativ mit, wir werden wahrscheinlich ein Stativ brauchen. Und geendet hat das dann so, dass das Stativ meistens dann nur herumgeschleppt worden ist, daneben gestanden ist beim Fotografieren und wir haben dann alles aus der Hand fotografiert. Ja. Beim Olympus-System, es hat natürlich einen kleineren Sensor, es hat den Micro Four Third Sensor. Wir haben damals mit der EM1 Mark II fotografiert, die meisten von uns. Und was uns aufgefallen ist, also wir haben eigentlich alle Teilnehmer, wir waren fünf oder sechs Teilnehmer damals, alle Teilnehmer hatten im Vergleich zu Vollformat jetzt ein 600er Tele mit. Also es war das 300er Zurückgriff von Olympus mit Blende 4.0. Und eigentlich hatten alle Teilnehmer dieses Objektiv mit, was auch Voraussetzung war eigentlich, dass man die Tiere so nahe fotografieren konnten, weil man kommt ihnen nur bis maximal 30 Meter nahe. Wenn man versucht näher zu kommen, wird man von den Rangern, die dort auf der Düne patrouillieren, zurückgepfiffen, weil das für die Tiere wahnsinnig störend ist, wenn man zu nahe kommt. Und gerade nach seiner Geburt ist es so, dass die Kegelrobbenjungen, die müssen innerhalb von, wenn ich jetzt in der richtigen Erinnerung habe, in 72 Stunden müssen die futtern auf Teufel komm raus, damit sie das Ganze überleben und zu Kräften kommen und dann eigenständig sind eigentlich. Und wenn jetzt Fotografinnen oder Fotografen zu nahe kommen, dann ist es oft so, dass die Mütter ins Meer flüchten und dann stundenlang nicht mehr zurückkommen und dann verhungern die Jungen elendlich. Und das wäre natürlich schade und da schauen halt die Ranger drauf, dass die Fotografen nicht zu nahe kommen. Was uns aufgefallen ist, war natürlich waren auch andere Fotografen dort mit diversesten Systemen. Wir waren aber die Einzigen, die eigentlich durchgehend ein entsprechendes Teleobjektiv hatten. Oder nicht die einzigen, aber es hat vereinzelt hat es ein paar Fotografen gegeben. Ich zeige es mal kurz her. Das hat dann zum Beispiel, wo haben wir es denn?
Das hat dann zum Beispiel so ausgesehen, die mit anderen Systemen gearbeitet haben, alles vom Stativ. Ja, und es hat vereinzelt Leute gegeben, die vergleichbare Brennweiten gehabt haben. Ja, weil das vom Preis-Leistungs-Verhältnis sieht das natürlich ganz anders aus, wenn man einen größeren Sensor verwendet. Das heißt, man muss da oder dort natürlich Kompromisse eingehen. Ja, also wenn ich spreche es jetzt, ich sage es jetzt aus, also wenn man beim Vollformat bleibt, dann hat man natürlich mit sehr großen und schweren Objektiven zu rechnen. Das ist auch heute noch so. Obwohl aufgrund neuerer Konstruktionen die Objektive auch schon leichter geworden sind, das muss man auch dazu sagen. Aber rein von der Größe her gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Ja, das heißt, man muss damit rechnen, wenn man Vollformat verwendet, dann, dass man sich auch abschleppt entsprechend und größeres Gepäck in Kauf nehmen muss. Ja. Das Ganze kann dann natürlich auch so aussehen. Und wenn man kein Stativ hat, stützt man sich dann auch schon einmal auf einem Zaun ab. Ich habe die Leute geschwärzt, also wundert es euch nicht, ja, die Gesichter sind geschwärzt aus Gründen der DSGVO, damit da niemand böse sein kann auf mich. Ja, und wenn wir fotografieren mit unseren kleinen Kameras, dann sieht das halt so aus, wenn man ein 300er Tele verwendet. Und das 300er entspricht ja vom Bildausschnitt her einem 600er in Kleinbild, wer das vielleicht noch nicht weiß. Ja, ja und. Weiter. Wo habe ich es denn? Genau, also wir haben meistens sind die Stative daneben gestanden oder wir sind halt sehr locker spazierend mit den Stativen herumgegangen. Ja, die Kameras in der Hand, das Stativ haben wir eigentlich nur spazieren getragen den ganzen Tag. Und was natürlich auch problematisch sein kann, ist, wenn den ganzen Tag Gischt durch die Gegend fliegt, wenn der Sand durch die Gegend fliegt. Die Kameras waren am Abend richtig eingedreckt und wir haben die eigentlich am Abend dann geduscht. Also ich bin richtig gehend im Hotel, habe ich die Kamera genommen, habe den Brausekopf leicht aufgedreht, natürlich nicht zu stark, ja, aber ich habe die Objektive und die Kamera einfach unter der Dusche gereinigt, abgetrocknet und es war überhaupt kein Problem. Das beruhigt natürlich ungemein und ist nicht bei allen Systemen so. Das muss man jetzt auch dazu sagen, es gibt einige Systeme, wo der Spritzwasserschutz nicht so gut ist und wo man wirklich extrem aufpassen muss, wo ich mir jetzt nicht zutrauen würde, damit wirklich Outdoor zu fotografieren. Ja, ich sage es ganz ehrlich dazu, ich habe auch so ein System, sage jetzt keinen Namen, aber mit dieser Kamera würde ich nicht mehrere Tage im Regen verbringen oder unter den Bedingungen, die wir auf Helgoland hatten. Ja, wie schaut das aus, wenn es regnet? Ja, also wenn es regnet, sind Olympus-Fotografen relativ entspannt. Ja? Also der eine Teilnehmer sitzt da ganz entspannt, die Kamera ist voll angeregnet, schaut sich gerade die Bilder am Display an. Ja, oder wir selber waren eigentlich eher gefährdet, dass wir uns verkühlen. Das war übrigens bei einem Gesäuse-Workshop letztes Jahr. Da hat es 3 Tage durchgeregnet und wir haben trotz Regen wirklich schöne Fotos machen können. Es wäre schade gewesen, wenn wir nicht fotografiert hätten. Und wir haben das wirklich völlig entspannt angehen können, weil die Kameras ganz einfach so perfekt abgedichtet sind. Auch die Objektive, die Pro-Objektive sind perfekt abgedichtet und damit kann man wirklich sorgenfrei fotografieren. Ja, schaut dann so aus, man schützt sich mit einem Regenschirm, die Kamera steht daneben im Regen und wird gar nicht beachtet. Ja. So, wenn ihr Fragen habt zwischendurch, schreibt das bitte in den Chat hinein. Ich kann euch auch, wenn ihr die Hand hebt, man kann, wenn man unten reingeht in das Zoom-Meeting, kann man die Hand heben und dann kann ich euch auch sprechen lassen. Dann könnt ihr mir eine Frage stellen, wenn ihr wollt. Aber ich würde ganz einfach einmal die Bilder durchgehen und dann im Anschluss können wir uns ja ein bisschen näher drüber unterhalten. So, ich würde euch gerne ein paar Fotos zeigen. Und zwar habe ich gesagt, dass man bei einem kleineren Sensor ist sag jetzt einmal, die Meinung vieler, dass man mit einem kleinen Sensor erstens einmal keine gute Hintergrundunschärfe bekommt, dass man ständig mit Rauschen zu rechnen hat, dass der Dynamikumfang nicht entsprechend größeren Systemen ist. Also es gibt einige vorgefasste Meinungen und die würde ich ganz gern mit ein paar Bildern entkräften. Ja. Also ich würde das ganz gerne mal zeigen.
und euch zeigen, was in diesen kleinen Sensoren alles drinnen steckt. Und da beginne ich ganz einfach einmal mit einer, ja, fangen wir an eigentlich mit den, fangen wir mit Helgoland an. Bleiben wir bei Helgoland und gehen wir dann auf die anderen Bilder. So, sonst kriegen wir sonst eine Mischung zusammen. Ja. Ich zeige euch immer vorher, nachher. Ja. Das heißt, ich starte hier und sage auch ein bisschen was dazu zur Brennweite, gebe euch Tipps zur Belichtungszeit, auf die man achten sollte, auch Stabilisatoreinstellungen und dergleichen werden da jetzt ein bisschen einfließen. Und ja, auch Tipps zur Handhabung der Kameras. Also im Speziellen, wenn man gerade bei diesem Motiv zum Beispiel, wenn man jetzt weiter weg ist und das kann ohne weiteres auch im Winter sein, dann hat man mit Luftflimmern zu rechnen. Ja, das heißt, je weiter man wegkommt und je später der Tag ist, sage ich jetzt mal, desto eher kann es passieren, dass man mit Luftflimmern rechnen muss. Und dann kann es sein, dass dieses Luftflimmern halt zu unscharfen Ergebnissen führt und dass sich der Autofokus manchmal sogar irritieren lässt durch das Luftflimmern. Ja, dass er eher aufs Flimmern scharf stellt als auf die Tiere in dem Fall. Und dafür gibt es eine perfekte Abhilfe. Das können aber nicht alle Kameras. Und zwar kann man eine Lupenansicht starten. Das heißt, mit einem Knopfdruck bekommt man einen Rahmen angezeigt, kann den dann am Display oder über den Sucher verschieben, um den Bildausschnitt zu definieren. Und wenn man dann noch einmal auf die gleiche Taste drückt, dann kann man diesen Bildausschnitt vergrößern. Und dann kann man mit der Backbutton-Fokus-Taste, die heißt bei Olympus ist das die ALI-Feldtaste, wenn man dort den Autofokus draufgelegt hat, dann kann man mit der auf das vergrößerte Bild fokussieren. Trotzdem ich das gemacht habe, wirkt das Bild jetzt etwas weich. Ja, ich sage es gleich dazu. Es wirkt deshalb weich, weil ich erstens einmal einen Telekonverter verwendet habe. Das heißt, ich habe das 300er Tele von Olympus zusammen mit dem MC14, mit dem 1,4-Fach-Konverter verwendet. Wie gesagt, aus der Hand fotografiert. 420 mm, wenn man hier unten nachschaut, das entspricht 840 mm in Kleinbild vom Bildausschnitt her. Von der Schärfentiefe her, und da möchte ich auch ein bisschen erklärend da wirken, was Schärfentiefe zwischen, also den Unterschied zwischen kleineren und größeren Sensoren betrifft, wo liegt da jetzt wirklich der Unterschied in der Schärfentiefe? Es gibt an und für sich keinen Unterschied. Ja. Die Brennweite ist die Brennweite, egal welchen Sensor ich davor setze oder dahinter setze, besser gesagt. Also 420 mm sieht bei Kleinbild und bei Micro Four Thirds exakt gleich aus, von der Schärfentiefe her. Allerdings hat Micro Four Thirds einfach die Hälfte vom Bildausschnitt. Das heißt, ich habe einen Cropfaktor von 2. Das heißt, ich schneide aus diesen 420 mm, schneide ich quasi die Hälfte raus über den kleineren Sensor und bekomme dadurch eben einen Bildausschnitt, der einer 840 mm Brennweite entspricht. Die Schärfentiefe ist aber exakt gleich, wie wenn ich bei Vollformat mit einem 420 mm Objektiv von der gleichen Entfernung fotografiert hätte. Ich hätte aber beim Vollformat eben den doppelten Bildausschnitt drauf. Das heißt, ich hätte rundherum viel mehr drauf und müsste eben auf ein anderes Objektiv wechseln, wenn ich den gleichen Bildausschnitt haben möchte. Also wie gesagt, Brennweite ist Brennweite, das ist vollkommen egal. Und ich mache es auch so, man hat in der Porträtfotografie, verwendet man meistens für Porträts, Einzelporträts, hat man so eine gängige Brennweite ist 85 mm, 85 bis 100 mm. Und ich verwende auch beim Micro Four Thirds regulär die 75 mm, also mein 75 mm Objektiv, weil es einfach vom Bildeindruck her ähnlich ist einem 85er in Kleinbild. Nur mit dem Nachteil, würde ich jetzt einmal sagen, dass ich auf die doppelte Entfernung weggehen muss, damit ich das Motiv halt in der gleichen Größe aufnehmen kann. Ja. Das heißt, ich muss weiter weg, aber ich habe einen vergleichbaren Bildeindruck wie bei einem 85er in Kleinbild. Ja, was man hier sieht, wie gesagt, es ist durch den Telekonverter ist es eine Spur weich geworden. Das ist ganz normal. Also wenn man Telekonverter verwendet, dann werden die Bilder etwas weicher als ohne Telekonverter. Das kann man aber in Capture One sehr einfach beheben, indem man
den Regler Struktur etwas höher zieht. Also solche leichten Unschärfen würde ich nicht mit dem Schärferegler bearbeiten, sondern ganz einfach über den Strukturregler, der mir dann quasi in der Mikrostruktur wieder die Schärfe zurückbringt. Mehr braucht man nicht mehr machen. Das war es eigentlich schon. Und wenn ich mir das Bild auf 50% ansehe, dann sehe ich in etwa einen Bildeindruck, der dem entspricht, was im Druck herauskommen würde. Und das ist für mich eigentlich ausschlaggebend. Ich habe das Bild dann noch beschnitten. So, machen wir so eine kleine, muss euch da ein bisschen verschieben immer wieder. Ich habe den Bildausschnitt noch etwas geändert. Warum? Weil hier ganz einfach vorne der Vordergrund störend war. Wichtig ist, wenn man eine geringe Schärfentiefe zeigen möchte, also wenn man wirklich das Motiv herausstellen möchte, dann gibt es erstens einmal zwei Dinge, also gerade bei den Tieren zu beachten. Meine Teilnehmer haben zu Beginn alle im Stand fotografiert. Ja, es hat damit begonnen, wir sind zum ersten Mal auf die Düne, die waren zum ersten Mal dort, haben alle aus dem Stand fotografiert und ich habe dann gesagt, ihr müsst auf den Bauch runter. Es geht nicht anders. Ja. Ihr müsst auf Augenhöhe mit den Tieren kommen, sonst werden die Bilder nichts. Es hat dann ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Manche sind dann auf die Knie gegangen, da war es schon eine Spur besser. Aber erst wenn man wirklich am Boden liegt und ganz flach am Boden liegt, dann werden die Bilder so, wie sie da jetzt sind. Das heißt, man hat im Vordergrund Unschärfe, man hat den Hintergrund unscharf. Die Tiere sind aus der richtigen Perspektive fotografiert. Und das Ganze kommt weitaus dynamischer rüber, wie wenn man das jetzt im Stand fotografiert hätte. Ja. Was gibt es noch dazu? Also gerade bei den Kegelrobben ist es halt so, dass man viel Geduld braucht. Ja, das heißt, man liegt jetzt da eine gute halbe Stunde oft herum und es passiert gar nichts. Ja. Und in dem Moment, wo aber was passiert, muss man reagieren. So wie hier zum Beispiel, wo der eine da seine Schnauze auf den anderen drauflegt, ja, und der dreht sich zu ihm rüber. Also solche Szenen, die sind halt dann schon, die machen dann so ein Bild aus. Und das dauert halt manchmal ein bisschen länger, bis man zu dem kommt. Ja. Das heißt, die Geduld muss man einfach haben. Und da liegt man schon mal eine gute halbe Stunde am Boden und das vielleicht bei knapp über 0 Grad oder vielleicht sogar drunter, bei 50 km/h Wind. Und das muss einem liegen und das muss auch natürlich die Kamera aushalten auf Dauer. Ja. Ihr habt es im Video gesehen bei der kleinen Kegelrobbe, wo der Sand so quasi quer durchs Bild geflogen ist. Diesem Sandsturm mehr oder weniger, dem waren wir natürlich auch ausgesetzt und die Kameras ausgesetzt und die haben, wie gesagt, am Abend richtig geklebt. Ja. Und die mussten wir jeden Tag reinigen. Sonst hätte man wahrscheinlich nach der Woche keine Freude mehr gehabt an den Bildern. So, auch hier zum Beispiel, Perspektivenwechsel kann nicht schaden manchmal. Also hier ist mir der Hintergrund etwas zu unruhig. Ja. Das heißt, man sieht die hintere Kegelrobe noch. Wenn ich aber den Bildausschnitt nur etwas verändere, dann sieht das schon wieder ganz anders aus und mein Hauptmotiv kommt besser hervor. Ja. Dann kann man auch zum Beispiel solche netten Szenen fotografieren. Eine Dame da hinten liegt da hinten, die vordere gähnt, beginnt zu gähnen und da muss man halt dann schnell sein, weil da hat es dann eine Serie gegeben, wo die Kegelrobe da wirklich furchtbar gähnt und sich dann völlig erschöpft wieder hinlegt. Ja, also solche Szenen sind natürlich auch recht nett immer wieder zu sehen. Und dann muss man halt da genau in dem Moment am Drücker sein. Ja, also wirklich lange Zeit warten, dann passiert nichts und in dem Moment, wo was passiert, muss man aber parat sein. Und da kann man dann keine Kameraeinstellungen verändern mehr. Ne? Das heißt, das muss dann wirklich schnell gehen, da sollte alles passen, eingestellt sein und man drückt nur noch ab. Ja? Im Zuge dessen empfehle ich meinen Teilnehmern immer wieder, nicht mit Automatik zu fotografieren. Ja? Das heißt, alle, die bei mir Workshops besuchen, sind gewohnt, dass ich also wenn die mit Automatik kommen, wenn ich das sehe auf der Kamera, Programmautomatik ist überhaupt das Schlimmste, dann ist das allererste, was ich einmal sage, bitte schalte mal auf manuellen Modus und versuch dich daran zu gewöhnen. Du wirst sehen, es ist einfach. Und die meisten, die bei mir auf Workshops waren, fotografieren mittlerweile alle nur noch manuell. Der Vorteil des manuellen Fotografierens ist, dass man
sich um so Dinge wie Belichtung, Schärfentiefe, die richtige Belichtungszeit und solche Dinge im Vorfeld kümmern kann, bevor man jetzt auf die Motive losgeht und nicht dann überrascht ist, weil die Automatik falsche Belichtungszeiten dann verwendet hat. Die weiß ja nicht, was wir fotografieren wollen. Ja, die Automatik kann nicht wissen, welche Motive wir fotografieren wollen und was für diese Motive richtig ist. Das müssen wir als Fotografinnen und Fotografen selbst wissen und der Kamera quasi sagen. Und nur im manuellen Modus haben wir die Möglichkeit, halt wirklich alles selbst einzustellen und uns nicht von der Kamera bevormunden zu lassen. Und auf das lege ich sehr viel Wert. Und deshalb rate ich den Leuten immer manuell zu fotografieren. Ja, schauen wir weiter. Die Kegelroben haben wir erledigt. Schauen wir uns einmal etwas an im Frühjahr. Das heißt, wir haben da die sogenannten Bastölpel, sind dort zu finden. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit dem 300er fotografiert, wiederum aus der Hand, bei einer 400stel Sekunde. Normalerweise, wenn man jetzt umgerechnet 600 mm nimmt, würde ich einmal davon ausgehen, dass man zumindest den Kehrwert der Brennweite nimmt, damit man verwackelungsfreie Fotos bekommt. Das ist so eine alte Fotografenregel. Kehrwert der Brennweite im Vollformat gerechnet. Ja, das heißt, wenn wir jetzt da haben 300 mm umgerechnet auf Vollformat wären das 600, dann müsste ich zumindest ein 600stel haben. Nachdem die Kameras aber sehr gute Stabilisatoren haben, kann man auch mal Ausnahmen machen und längere Zeiten nehmen, solange sich die Tiere nicht stark bewegen. Ja, also das kommt jetzt darauf an, ist das eher ruhige Szene, kann ich dann mit einer längeren Zeit fotografieren oder muss ich kurze Zeiten einstellen, und damit ich überhaupt scharfe Fotos zusammenbringe. Also in dem Fall, wie gesagt, waren es 300 mm. Man sieht bei Blende 5,6, das war nicht einmal Offenblende, das war eine Blende abgeblendet. Mache ich eigentlich in der Regel immer dann, wenn ich etwas mehr Schärfentiefe haben möchte. Ich zoome jetzt mal rein auf 100%. Ja. Wichtig ist, dass die Schärfe bei den Augen liegt, bei den Tieren. Und das kann auch wiederum, wenn man keine Automatik hat dafür, die neuesten Kameras haben wir das schon mittlerweile, aber damals, unsere Kameras, das war im Jahr 2017, die hatten das alle noch nicht, muss man jetzt schauen, dass das Autofokus fehlt, wenn man mit kontinuierlichem Autofokus fotografiert, bereits an der Stelle ist, wo ich fokussieren möchte. Das heißt, ich mache das kleinste Autofokusfeld, das es überhaupt gibt, verschiebt das dann schon an die Stelle, die beim Bildausschnitt dann perfekt ist. Also nicht, dass ich die Mitte nehme, dann fokussiere, dann verschiebe und so weiter, sondern das Autofokusfeld sollte schon beim Auge liegen. Und dann kann man durch permanenten Druck auf die AEL-Eyefield-Taste bei der Olympus kann man Backbutton-Fokus machen. Und damit kann sich der Vogel bewegen, kann vor- oder zurückgehen, solange das Autofokusfeld hier bleibt und ich permanent auf der Taste drauf bleibe, brauche ich vorne nur noch auslösen und die Bilder sind alle scharf. Ja, das geht auch ohne Vogelaugenerkennung und dergleichen, was es heute gibt. Nur, dass es natürlich mit diesen Funktionen noch komfortabler ist und einfacher wird. Ja. Aber wenn man weiß, was man tut, dann geht es auch ohne diesen, sage ich jetzt mal, Helferlein. Ja, auch dieses Foto. Auch mit 300 mm fotografiert. Also da sieht man schon, die Schärfentiefe ist wirklich sehr, sehr knapp. Aber der Fokus liegt wirklich am Auge. Da vorne wird schon unscharf, dahinter auch wieder. Aber wir sehen die Detailzeichnung da im Gefieder. Alles da, was da sein soll. Und hier haben wir noch ein ähnliches Foto. Ja, auch hier liegt die Schärfe am Auge und am Schnabel und da vorne wird es dann ein bisschen weniger, weil es sich ein bisschen hergedreht hat zu mir. Ja, also man kann, wie gesagt, und das Rauschen, wenn man hier hinten schaut, das ist jetzt mit ISO 800 aufgenommen auf der EM1 Mark II, also die jetzt doch schon wieder etwas älter ist. Aber wenn man sich die Detailzeichnung ansieht im Gefieder, dann würde ich mal sagen, das passt. Ja. Das ist jetzt übrigens mit einem 40-150er fotografiert. Also vom Rauschen her schmeißt mich das jetzt nicht vom Hocker.
Und ich gehe von den ISO-Einstellungen her bei den Olympus-Kameras, auch bei Tieraufnahmen speziell ist es manchmal notwendig, gut und gerne auch auf 3200 und das ist auch kein Problem. Capture One trägt da auch etwas dazu bei. Also ich verwende Capture One als RAW-Konverter schon sehr lange, seit 2004. Es war der erste RAW-Konverter, der mit Olympus-Files umgehen konnte. Und Capture One hat eine wirklich sehr gute Default-Schärfung und Entrauschung. Also bei mir ist es so, ich schärfe und entrausche die Bilder überhaupt nicht nach. Ich nehme eigentlich die Default-Einstellungen vom Capture One und das ist es. Es gibt ganz selten den Bedarf, ein bisschen nachzuschärfen. Das mache ich dann nur über den Strukturregler und zwar ganz, ganz wenig in der Regel. Aber ich gehe nicht in den Schärfedialog und schärfe dort nach. Das ist nämlich sehr oft der Grund, warum Bilder dann zu rauschen beginnen, überschärft wirken und dergleichen, weil die Leute ganz einfach von Grund auf sagen, ich muss ein digitales Foto nachschärfen. Ohne dem geht es nicht. Das stimmt aber heute nicht mehr. Ja, also wir haben heute Sensoren, die haben keinen Low-Pass-Filter mehr. Die heutigen Kameras haben keinen Low-Pass-Filter. Und wer das nicht kennt, dann muss ich es kurz erklären. Low-Pass-Filter hat man früher in den Kameras verwendet, um sogenannte Moiré-Effekte zu reduzieren bzw. ganz raus auszuschließen. Moiré sind Farbmuster, die entstehen, wenn man sehr feine Muster fotografiert. Also wenn ich zum Beispiel ein Produktfoto mache von einer Person, die einen sehr, sehr fein gewebten Pullover anhat zum Beispiel, oder eine Architekturaufnahme, wo irgendein Gitterrost von einem Gebäude drauf ist, ein Lüftungsgitter oder irgendwas in der Art, dann kann es passieren, dass dort Moiré-Muster entstehen. Und im Prinzip, was ist ein Moiré-Muster? Moiré-Muster ist im Prinzip eine Interferenz oder eine Überlagerung, wenn man so möchte, zwischen dem Muster des Motivs und zwischen dem Pixel-Array, das ich auf meinem Sensor drauf habe. Ja, und wenn sich das ungünstig überlagert, dann können solche Moiré-Muster entstehen. Und das wurde früher mit diesen Low-Pass-Filtern in den Kameras reduziert bzw. entfernt. Und der Nachteil von dieser Methode war aber, dass die Bilder leicht unscharf wurden dadurch. Also die Kamera konnte nicht die ganze Schärfe liefern, eben wegen diesem Low-Pass-Filter. Und deshalb war damals die Meinung oder war es damals auch notwendig, dass man digitale Fotos grundsätzlich nachschärfen muss. Ja. Das ist aber heute, wie gesagt, bei den heutigen Sensoren nicht mehr so. Es gibt den Low-Pass-Filter in den meisten Kameras heute nicht mehr. Und deshalb zeichnen die von Haus aus schon extrem scharf und neigen aber auch ein bisschen mehr zum Moiré dadurch. Wobei das heute aber softwaretechnisch in den Kameras bereits sehr gut reduziert werden kann, beziehungsweise ganz ausgeschaltet werden kann. Und falls es doch sein sollte, dann kann man das in der RAW-Konvertierungssoftware wie in Capture One zum Beispiel wunderbar entfernen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, demzufolge müssen wir eigentlich unsere Bilder nicht mehr nachschärfen, beziehungsweise nur gering nachschärfen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, schaut euch die Bilder an, tut es nicht von Haus aus gleich einmal schärfen, sondern wenn man schärft, dann erst im Endformat, also erst bearbeitet man alles. Und erst wenn das Bild dann ausgegeben wird, wird zum Schluss der letzte Schritt ist, das Bild zu schärfen. Und da würde ich euch empfehlen, macht das immer in der 50% Ansicht, nicht in der 100% Ansicht. Ich sage immer, das entspricht ungefähr dem, was im Druck herauskommt und das ist für mich ausschlaggebend. Ja, und ich glaube, dass das völlig ausreicht. Habt ihr Fragen dazu? Wolltest du dazwischen mal was fragen? Könntest du das gerne in den Chat hineinschreiben? Seid ihr noch bei mir? So, gut, also wenn keiner was schreibt, dann gehe ich weiter. Ja, Flugaufnahmen. Flugaufnahmen kommt jetzt drauf an, also wie gesagt, alles manuell einstellen. Dann gibt es. Der Michael fragt, wann es den nächsten Helgoland-Workshop gibt. Ja, ich hätte heuer gerne einen gemacht, ich habe aber irgendwie so einen Riecher gehabt, dass es nichts wird. Ja. Und das hat sich jetzt leider bestätigt mit dem neuerlichen Lockdown. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder fahren können. Also ich habe es auf jeden Fall vor.
und würde gern das war glaube ich im April oder Mai sind wir da damals gefahren bei den Vögeln, und im Dezember würde ich gern, also ich würde gern zweimal nächstes Jahr fahren, wenn es irgendwie geht, wenn es sich machen lässt. Ja. Also mich zieht schon wieder hin. Ja. Ja, also Vögel im Flug. Danke, Michael. Warte mal, ich fotografiere. Die Theresia fragt, sie hat eine Canon EOS 77 Dora. Kommt der eben beschriebene Effekt auch schon zum Einsatz? Welchen Effekt meinst du? Meinst du das Moiré oder was meinst du denn? Kannst du das noch dazu schreiben, bitte? Ja, also der Low-Pass-Filter, ich weiß nicht, ob die 77D, ich kenne mich jetzt bei den anderen Kameras nicht so gut aus wie bei Olympus, muss ich ehrlich gestehen. Ich kenne nicht alle. Ne? Ich weiß nur, dass die letzten Generationen seit ein paar Jahren keinen Low-Pass-Filter mehr integriert haben. Ne? Also gerade bei den professionellen, hochauflösenden Kameras gibt es das eigentlich nicht mehr. Die 77D sagt mir jetzt leider nichts, da müsstest du vielleicht nachfragen oder mal vielleicht googeln, das kann man sicher herausfinden. Es hängt natürlich auch mit den Objektiven zusammen. Ja, also scharfe Bilder haben mehrere Gründe, wenn sie scharf sind. Das eine ist einmal die perfekte Abstimmung zwischen Kamera, Objektiv und Software, die hinten nachkommt. Das ist natürlich das größte Kriterium, würde ich einmal sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit günstigen Objektiven, mit Kameras mit hoher Auflösung eigentlich gar nichts anfangen kann. Ja. Von der hohen Auflösung bleibt nichts mehr über, wenn man billige Objektive verwendet. Man hat dann meistens auch in den Rändern Abschattungen, man hat Unschärfen in den Rändern, die man beim professionellen Objektiv nicht hat. Also ich würde empfehlen, wenn man sich schon eine teure Kamera leistet, dass man auch die entsprechenden Objektive dazu kauft und dort nicht spart. Ja, und die Objektive sind im Prinzip, das ist das Element, das das Bild macht im Endeffekt. Das war immer schon so und da würde ich nicht sparen. Ja, also es wär eher besser, ein günstigeres Kameragehäuse zu kaufen, als ein günstiges Objektiv. Ja, weil die Kamera, die ist austauschbar. Das Objektiv kauft man einmal, meistens, wenn man beim System bleibt. Und da hat man jahrelang Freude damit. Die Kameragehäuse wechseln, aber die Objektive bleiben meistens. Und wenn man da gleich ein gutes Glas sozusagen investiert, dann hat man länger Freude damit. So, gibt es da Fragen? Welche Brennweite war ausreichend? 500 mm oder braucht man die 840? Ja, die Frage ist einfach zu beantworten. Der Ausschnitt, den du gesehen hast, war 840. Also das war, warte mal, wo war das jetzt geschwind? Nochmal zurückgehen. Das war dieses Bild. Ja, das war mit 840 auf Kleinbild gerechnet. Das heißt, wir sind dort nicht näher gekommen. Und das ist jetzt das Problem. Jetzt habe ich dieses Bild ein bisschen schon beschnitten. Ich habe es erstens einmal von 4 zu 3 auf 3 zu 2 umgerechnet. Da sieht man auch rechts, sieht man den Ausschnitt. Also ich habe hier ein bisschen gekroppt, habe diesen störenden Vordergrund rausgenommen. Und habe es auf 3 zu 2 umgerechnet, weil sich's bei dem Bild ganz einfach, weil es besser aussieht, sagen wir mal so, ja, für meinen Geschmack. Ja, so, Brennweite kann durch nichts ersetzt werden. Ja. Also wir waren auf Helge, ich beantworte die Frage gleich. Wir waren dort und wir haben halt beobachtet, dass sehr wenige Vollformat-Fotografen wirklich die entsprechenden Objektive hatten. Das ist natürlich auch eine Preisfrage, weil im Vollformat liegen wir da leichter mal im fünfstelligen Bereich. Und ja, ich sage jetzt so zwischen 13 und 18.000 Euro muss man da ungefähr rechnen, wenn man mit vergleichbaren Brennweiten fotografieren möchte. Und natürlich entsprechendes Gewicht und Größe dazu. Ne? Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Und jetzt war es so, dass wir halt viele Fotografen auf der Insel gesehen haben, aber die meisten davon haben dann halt ein Zoom gehabt, ein 100 bis 400. Das ist ein Standard-Zoom, was sehr oft verkauft wurde. Ich sage jetzt kein System dazu, weil ihr wisst, was ich meine.
Und jetzt fotografieren die mit 400 mm, haben dann vielleicht eine Kamera, die so um die 30, 40 oder vielleicht 50 Megapixel hat. Und wenn man dann fragt, naja, warum hast du kein anderes Objektiv, dann sagen sie, naja, dann croppe ich nachher. Also ich habe die hohe Auflösung in der Kamera, damit ich nachher croppen kann. Und ja, was hat das aber jetzt für einen Nachteil? Der Nachteil ist der, dass die vermeintlichen Vorteile, die man mit einer Vollformatkamera hat, eigentlich ja, negiert werden, kann man genau sagen. Ja. Dadurch, dass ich viel weiter weg sein muss und einen viel größeren Bildausschnitt habe, habe ich wirklich diese knappe Schärfentiefe nicht mehr, die man eigentlich gerne hätte. Ja. Weil je weiter man wegkommt, desto größer wird die Schärfentiefe. Und wenn ich das natürlich dann kroppe und den Bildausschnitt verkleinere, dann ändert sich nichts an der Schärfentiefe. Ja. Der zweite Effekt ist, dass man natürlich massig an Auflösung verliert. Ja. Das heißt, von den vielleicht 50 oder 40 Megapixeln bleiben dann mit Glück 16 bis 20 über, wenn man Glück hat, wenn man nicht so stark gekroppt hat. Und ja, dann stellt sich die Frage, ob es nicht gleich besser ist, einen kleineren Sensor zu verwenden und ein Objektiv dazu, das wirklich die Qualität bringt. Und wo man dann auch aus der entsprechenden Entfernung schon formatfüllend fotografieren kann. Ja, und das noch dazu zu einem Preis, der halbwegs verträglich ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Also wie gesagt, bei meinen Leuten waren alle mit dem 300er ausgerüstet damals. Es hat noch kein Zoom gegeben in dem Brennweitenbereich. Das gibt es erst seit einiger Zeit. Ja, und das führt mich jetzt gleich zur Frage. Und der Michael hat gefragt. Warte mal, ich muss die eine Frage muss ich noch beantworten. Die Maria hat gefragt, was ist gemeint mit Default-Einstellungen? Ja, Default-Einstellungen beim Capture One, damit ist gemeint, dass die Firma Phase One, wenn sie ein Kameramodell quasi freischaltet für die Software oder wenn die das quasi einpflegt in die Software, dann werden an die 1000 Testaufnahmen gemacht mit jedem Modell. Und dann wird die Software auf diese Kamera abgestimmt. Ja, und das betrifft die Farben, das betrifft die Schärfe, das betrifft die Entrauschung. Also das ist eigentlich alles, alle diese Eigenschaften, die eine Kamera hat, berücksichtigt Capture One. Und damit sind die Einstellungen eigentlich schon optimal für diese Kamera. Auch was das Entrauschen betrifft, wenn ich jetzt verschiedene ISO-Einstellungen hatte, dann erkennt das die Software. Und dann kann schon einmal sein, dass der Rauschregler anders eingestellt ist und der Schärferegler, je nachdem, mit welcher ISO-Einstellung ich gearbeitet habe. Das Zweite ist, dass wenn man hier schaut, im Capture One gibt es im Farbdialog die sogenannten Basismerkmale. Da wird die Kamera erkannt, da wird auch das Objektiv erkannt. In dem Fall hat es nicht erkannt, weil das, ja, das war wegen einem Telekom-Werter, da hat es noch kein Profil gegeben. Aber wenn ich nur das 300er verwendet hätte, dann hätte er es jetzt erkannt. Beim Tele ist es ohnehin kein Problem. Ja. Aber wie gesagt, die Kamera wird erkannt, die Eigenschaften der Kamera werden berücksichtigt und dementsprechend wird schon geschärft und entrauscht und dergleichen. Und dann brauche ich eigentlich fast nichts mehr machen. Also für meine Begriffe. Das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Es sieht jeder etwas anders. Ob er die Bilder jetzt stärker schärft oder nicht. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass viele, die in meine Workshops gehen, wir dann Bildbesprechungen machen, dass die Bilder oft leider überschärft werden. Ja, und das ist leider ein Problem. Das habe ich auch bei verschiedenen Fotowettbewerben gesehen, wo ich jurieren durfte, dass zwar ganz tolle Motive aufgenommen werden, wirklich, wirklich aufwendig. Die Leute liegen stundenlang irgendwo im Winter im Schlafsack und versuchen da ein Tier zu fotografieren. Haben ein bombiges Motiv und dann wird es einfach kaputt gemacht durch die Bearbeitung. Und das ist natürlich schade. Ja. Ja, wie gesagt, die Default-Einstellungen betreffen die Einstellungen, die ich bekomme, wenn ich die Bilder importiere in Capture One. Damit meine ich die Default-Einstellungen, ohne dass ich daran noch was ändere. Ja, dann rede ich von Default-Einstellungen. So, bei Lightroom gibt es sowas nicht, soviel ich weiß. Also bei Lightroom gibt es diese speziellen Kameraprofile, die auf alles Rücksicht nehmen. Aus meiner Erfahrung nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich mittlerweile was geändert. Ich habe schon sehr lange nicht mehr mit Lightroom gearbeitet, weil ich halt mit Capture One sehr zufrieden bin.
Es kann sein, dass sich da was geändert hat. Vielleicht erzähle ich euch jetzt einen Blödsinn. Ja. Aber früher war es so, da hat es ein allgemeines Profil gegeben für alle Kameras und da musste man auch von den Einstellungen her relativ viel herumschrauben, um zu ansehnlichen Ergebnissen zu kommen. Bei Capture One war es eigentlich immer schon so, dass wenn man sauber fotografiert hat, die Bilder schon fast fertig sind, wenn man sie importiert. Ja, das heißt, die braucht dann nur mehr Kleinigkeiten ändern, die eigentlich mehr in Richtung Geschmack gehen. Aber grundsätzlich steht das Bild einmal verwertbar da, wenn man sauber fotografiert hat. So, dann der Michael hat gefragt, ja, wenn ich das 300er mit dem 100-400er für Wildlife vergleiche, was habe ich da für eine Erkenntnis? Naja, das ist ganz einfach. Festbrennweite ist Festbrennweite. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, also das einzige Objektiv, das wahrscheinlich konkurrieren kann, vielleicht ist es sogar besser, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe es selber noch nicht ausprobieren können, ist das neue 150-400er Pro von Olympus. Das schlägt natürlich auch mit einem ordentlichen Preis zu Buche, aber das ist das Einzige, was dem 300er nahe kommt, wenn es es nicht sogar übertrifft, weil das 300er mittlerweile doch eine ältere Objektivrechnung ist. Das neue Zoom ist halt nach den neuesten Erkenntnissen und Entwicklungsmöglichkeiten entwickelt worden und wird das 300er wahrscheinlich sogar schlagen, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber wie gesagt, ich habe es selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich brenne drauf, das auszuprobieren. Ne? Und dann kann ich es vergleichen. Und dann werde ich auch Vergleichsaufnahmen machen mit dem 300er und mit dem Zoom. Das 100-400er ist eine günstige Alternative, kann aber nicht ganz die Bildqualität erreichen. Ja, also es ist für ein Nicht-Pro-Objektiv ist es extrem gut. Also ich finde es wirklich gut. Ich habe es eine Zeit lang verwendet zum Testen. Ich war eigentlich überrascht, wie gut das Objektiv ist, obwohl es kein Pro-Objektiv ist, also nicht in der Pro-Reihe von Olympus. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Das Einzige, das vielleicht ein Problem sein kann, ist die Lichtstärke. Ja, das heißt, ich komme auf Blende 6,3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei 400 mm. Und 6,3 kann halt, wenn es ein bisschen bewölkt ist oder wenn man sagen wir jetzt unter ungünstigen Lichtbedingungen fotografiert, kann halt dann schon grenzwertig werden. Und was noch dazu kommt, ist, dass der Bildstabilisator beim 100-400er nicht synchronisiert ist mit dem kamerainternen Bildstabilisator, was aber beim 300er schon der Fall ist. Ja, das heißt, die zwei, die wackeln gemeinsam, sage ich jetzt einmal, und damit ist eine noch bessere Bildstabilisierung möglich. Ja, beim 100-400er kann ich mich entscheiden, will ich den Stabilisator im Objektiv verwenden oder den in der Kamera, aber die synchronisieren sich nicht gemeinsam. In dem Zusammenhang, wenn du das 100-400er hast, würde ich empfehlen, dass du den Objektivstabilisator verwendest und nicht den in der Kamera. Aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich die Auslenkung, wenn man sich jetzt das ganze Gebilde vorstellt, ne, ich habe da das Objektiv samt der Kamera und jetzt wackele ich. Ja. Wo wackelt es am wenigsten? In der Mitte vom Objektiv oder bei der Kamera? Ne? Und wenn man jetzt sich das anschaut, dann wird die Kamera eine höhere Auslenkung haben, wenn man jetzt da unruhig fotografiert, als das Objektiv. Das heißt, es wackelt im Verhältnis viel weniger. Und das kann dann der Bildstabilisator im Objektiv auch einfacher und leichter ausgleichen als der Kamerastabilisator. Also deswegen, wie gesagt, beim 100-400er würde ich den Stabi im Objektiv verwenden in dem Fall. So, dann der Helmut hat gefragt, bei dem kleinen Sensor der Olympus stellt sich die Frage, ob es möglich ist, als Werbefotograf auch Plakate in einer Höhe von 3 Metern zu produzieren. Naja, 3 Meter ist schon grenzwertig, sagen wir mal so. Ja. Also man kann zwar im High-Res-Modus fotografieren mit der Kamera, also die neuesten haben mittlerweile auch einen hochauflösenden Modus, wo man aus der Hand fotografieren kann. Also das hat Olympus geschafft, dass ich bis zu 50 Megapixel aus den Kameras herausbekomme, wenn ich aus der Hand fotografiere. Allerdings darf sich das Motiv nicht bewegen. Ja, also das ist vielleicht ein Nachteil dabei. Das heißt, wenn man damit rechnen muss, dass sich das Motiv bewegt, dann funktioniert natürlich der High-Res-Modus aus der Hand nicht und auch nicht vom Stativ.
Ja, beim Stativmodus bekomme ich 80 Megapixel. Aber auf die Frage zurückkommen, Werbefotograf, da gehe ich davon aus, dass wir statische Motive meistens haben. Da ist es durchaus möglich. Also ich hab auch schon Plakate produziert mit einer 12-Megapixel-Kamera. Es war damals eine Interieuraufnahme mit dem 714er bei 7 mm aufgenommen. Das heißt, durch den starken Weitwinkel sogar von der Auflösung her schon ist vielleicht ein bisschen problematisch mit 12 Megapixel. Aber das wurde mit, was waren das ungefähr? Ja, 2,5 mal 1,5 Meter war das ungefähr ein Straßenplakat, das damals produziert wurde. Und das hat auf eine vernünftige Entfernung gesehen. Also ich rede von vernünftig, meine ich jetzt 2 bis 3 Meter Entfernung entfernt, hat das Bild eigentlich ganz normal ausgesehen und man hätte nicht geglaubt, dass das quasi von dem kleinen Sensor kommt. Ja, was steht denn da? Ich habe so, da ist noch vorher eine Frage gekommen. Ja, ich habe aktuell keines von beiden, aber Dankeschön. Okay, also wie gesagt, Festbrennweite ist natürlich Festbrennweite, um das noch einmal zu wiederholen. Das 300er ist nach wie vor ein sehr, sehr gutes Objektiv, aber das 100-400er ist, wenn man sage jetzt einmal bei Schönwetter fotografieren kann, eine sehr, sehr gute Alternative. Okay, sonst noch Fragen? Gut, dann würde ich einfach einmal weitermachen. Und zwar sehen wir uns jetzt einmal Aufnahmen von Vögeln an, auch auf Helgoland. Und zwar würde ich euch gerne ein paar Situationen zeigen, wo sich's wirklich rentiert, manuell zu fotografieren. Ja, also ich habe das hier bewusst gewählt, diese Fotos. Und zwar speziell dann, wenn das Licht nur einen sehr kleinen Bereich im Bild ausmacht. Wenn das Licht nur einen sehr kleinen Bereich im Bild ausmacht, dann zahlt es sich wirklich aus, manuell zu fotografieren. In dem Fall habe ich die Belichtung schon vorher mit einem Handbelichtungsmesser gemessen. Ja. Warum Handbelichtungsmesser? Ganz einfach, ich kann damit die Lichtmenge messen. Also mit der sogenannten Lichtmessung, mit der weißen Kalotte, wer das vielleicht noch kennt, kann man eine Lichtmessung machen. Und solange sich das Licht dann nicht verändert, kann ich die Einstellungen beibehalten. Ja, das heißt, ich habe hier alle Vogelaufnahmen, die ihr hier sehen könnt. Ich stelle sie mal nebeneinander. So, machen wir es mal so. Ich muss euch da ein bisschen verschieben, sonst sehe ich das nicht. Also wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, die sind alle mit den gleichen Einstellungen fotografiert. Wenn ich das Ganze mit Automatik gemacht hätte, dann hätten wir eigentlich bei allen diesen Motiven Probleme gehabt. Das Gefieder wäre mir ausgebrannt, weil die Kamera, ich werde es jetzt ein bisschen reinzeichnen ins Bild, wenn ich mir ansehe, wie viel Bildinhalt dunkel ist. Also wenn man da jetzt so schaut, ja, dann habe ich wirklich viel im Bild, was sehr dunkel ist. Und das würde jede Automatik dazu veranlassen, das Bild heller zu machen. Ja, das heißt, die wird sich jetzt auf den Hintergrund verlegen, weil das halt flächenmäßig am meisten ausmacht. Und auch bei Mehrfeldmessung, Matrixmessung und wie sie alle heißen, ja, kann das trotzdem passieren, auch wenn die Kamera theoretisch Motive erkennen müsste. Aber leider ist das Problem halt, dass die Kamera kein Mensch ist und sich auch irren kann bei den Motiven und dann kann es halt völlig daneben gehen, wenn man Pech hat. Ja. Das heißt, man ist dann der Automatik ausgeliefert und hat vielleicht ein tolles Motiv, aber kann es dann nicht verwenden, weil zum Beispiel das Gefieder komplett ausgebrannt ist und man die Zeichnung nicht mehr zurückbekommt. Ja, das wäre dann schade. Ne? Das gleiche Problem hätte man hier gehabt. Ja. Wahnsinnig viel Dunkel, also eigentlich fast das ganze Bild, kann man sagen, ist dunkel, bis auf diesen Bereich. Ja. Also das ist ja nicht einmal hier, also es beschränkt sich eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es dieser Bereich, der hell ist im Bild, der Rest ist eigentlich dunkel. Das heißt, die Kamera hätte hier voll daneben belichtet. Ich hätte überhaupt keine Chance gehabt, das mit Automatik zu fotografieren. Deshalb zeige ich das Motiv auch ganz gern, weil es eben zeigen soll,
Es rentiert sich, wenn man die Belichtung vorab einstellt. Und ihr seht hier, da ist volle Zeichnung vorhanden. So, schauen wir mal da. Ich kann jetzt einmal die Überbelichtungswarnung aktivieren. Also ich habe jetzt mit der Taste J, kann ich mir eine Überbelichtungswarnung aktivieren und ihr seht, es gibt keine Überbelichtungswarnung. Sonst würde das jetzt. Jetzt ist eingeschalten, Belichtungswarnung. So. Sonst würde das jetzt so rot ausbrennen. Ja. Das heißt, ich habe hier wirklich gut belichtet. Und man kann hier diese Zeichnung, kann man hier mit Capture One noch zusätzlich verbessern. Das ist jetzt relativ weiß, ne, wenn man so schaut. Aber ich kann, wenn ich jetzt die Lichter runterziehe, sieht man hier, dass das Gefieder wunderschön zurückkommt. Jetzt hat Capture One was eingebaut, was ich wirklich sehr toll finde, weil ich kann einerseits das Gefieder zurückholen und jetzt wird es aber dunkel. Ja, eigentlich hätte ich es ja gern weiß, aber es wird jetzt eigentlich gefühlt zu dunkel. Und deshalb gibt es den Weißregler in Capture One, der den Vorteil hat, dass ich die hellsten Stellen im Bild wieder zurückholen kann. Das heißt, ich kann jetzt das Weiß wieder heller machen, nämlich die allerhellsten Stellen im Bild. Also ich verschiebe quasi nur den rechtesten Rand vom Histogramm, wenn man so möchte. Und ihr seht, dass die Detailzeichnung im Gefieder bleibt. Das heißt, ich sage nur, ich möchte es noch ein bisschen weißer haben, aber die Zeichnung bleibt im Bild erhalten. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Das kenne ich bis dato in der Form nur von Capture One und auch die Lichterwiederherstellung finde ich weitaus besser gelungen als in anderen Programmen, sage ich jetzt einmal. Ja. Also ihr könnt es dann später, wenn es sich noch ausgeht, kann ich es euch bei anderen Motiven auch noch zeigen. Ja, wie gesagt, Belichtung vorher einstellen, solange sich das Licht nicht verändert, kann man mit den gleichen Einstellungen fotografieren. Die Leute, die bei mir schon einmal auf einem Belichtungsworkshop waren, die wissen das. Und wir haben oft den ganzen Tag mit den gleichen Einstellungen fotografiert. Also wir haben dann mit einem Handbelichtungsmesser gemessen, wir haben mit der Kamera gezielt gemessen. Lustigerweise, es ist immer rausgekommen, Blende 5,6, ein Tausendstel. Und wir haben dann eigentlich nur noch gelacht, weil bei jedem Messen ist das Gleiche rausgekommen. Ja. Wie gesagt, solange sich das Licht nicht verändert, kann man die Einstellungen beibehalten. Und wenn man mit Automatik fotografiert, korrigiert die Kamera halt ständig. Ne? Also je nachdem, was die jetzt im Motiv sieht, ob jetzt viel dunkel, viele, Entschuldigung, viele helle Bildanteile im Bild drinnen sind, je nachdem entscheidet sich die Kamera für eine hellere oder dunklere Belichtung. Das heißt, wenn wir was sehr Helles haben, so wie hier zum Beispiel, ja, dann hätte die Kamera gnadenlos unterbelichtet. Ja. Weil hier wirklich das ganze Bild eigentlich hell ist. Das heißt, die Kamera hätte sowas draus gemacht. Ja, also ich ziehe das jetzt einmal bewusst runter, damit ihr das seht, was die Kamera draus gemacht hätte. Das Histogramm hätte wahrscheinlich ungefähr so ausgesehen. Also gute 1,5 Blenden unterbelichtet. Und jetzt ist natürlich das Problem, einerseits, wenn ich das alles jetzt mit Automatik fotografiere, habe ich zwei Probleme. Das eine ist, ich muss einmal jedes Bild einzeln bearbeiten. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, wenn man viele Bilder bearbeitet. Es gilt jetzt für Landschafts- und Tierfotografie, würde ich das jetzt nicht so eng sehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit fotografiere, ja, dann, und mit Automatik fotografieren würde, dann müsste ich wirklich jedes einzelne Bild anschauen und bearbeiten und jedes einzelne in der Helligkeit korrigieren, weil es die Kamera ständig falsch macht. Ja. Und wenn ich das Ganze manuell mache, okay, komme gleich auf die Fragen zurück. Wenn ich das Ganze manuell mache, dann geht es mir eigentlich nur darum, dass ich den Sensor optimal belichte. Was heißt optimal? Optimal heißt so hell wie möglich. Ja, so hell wie möglich und so dunkel wie nötig. Ja. Und zwar deshalb, weil ich in den hellen Stellen am meisten Zeichnung drin habe, am meisten Detailinformation drinnen habe. In den dunklen Stellen überlagert sich das Sensorrauschen.
Ja, und das ist bei jedem Kamerasystem, egal welches ich jetzt verwende, ist das einfach so. Und je heller ich belichte oder je heller ich belichten kann, desto mehr kann ich Details aus dem Bild herausholen und desto weniger beginnen mir die dunklen Bildanteile zu rauschen. Ja. Das ist auch etwas, was ich in meinen Workshops immer wieder betone und diejenigen, die das schon ausprobiert haben, die können es, glaube ich, bestätigen. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Fragen. So, Moment, ich habe aktuell, okay. Scharfstellen bei schlechten Lichtverhältnissen, Nachtsterne, wie macht ihr das? Okay. Bei schlechten Lichtverhältnissen kommt jetzt darauf an, was damit gemeint ist. Wenn es sehr dunkel ist, gibt es eine Art, also wenn es wirklich dunkel ist, und ich rede jetzt wirklich von der Nacht und Sterne und dergleichen, dann gibt es bei Olympus eine sogenannte Live-View-Erweiterung, nennt sich das Ganze. Und ich vergleiche das ganz gern mit einem Nachtsichtgerät. Ja. Es wirkt auch ähnlich. Ja. Das heißt, das Bild wird extrem aufgehellt im Sucher. Und ich kann bei finsterster Nacht kann ich Umrisse von der Landschaft erkennen. Und wenn es nicht ganz so finster ist, kann ich sogar mit Autofokus noch scharf stellen. Das funktioniert auch noch. Ja. Also wenn es wirklich eine sternenklare Nacht ist, also so wie hier hinten bei meinem Hintergrundbild, das war im Gesäuse, da haben wir die Milchstraße fotografiert, heuer im Sommer. Da war es wirklich stockfinster. Bis auf die Bäume da links, wenn ihr da mal schaut, da sind die Bäume beleuchtet. Das war aber eine Glühlampe, die vor einem Haus war, das ungefähr 50 Meter von uns weggestanden hat. Also die Glühlampe hat uns da den Wald ausgeleuchtet. Sonst wäre das Motiv nämlich langweilig gewesen. Ja, und in dem Fall gibt es bei der aktuellen Kamera, bei der EM1 Mark III, gibt es einen Sternenautofokus, wenn wir jetzt gerade von den Sternen reden, und der funktioniert perfekt. Ja, das heißt, ich richte die Kamera gegen den Himmel, ich drücke einmal hinten auf die IL-IFL-Taste drauf, um den Sternenautofokus quasi zu starten. Die Kamera fokussiert dann selbstständig. Also ich muss jetzt nicht selber was tun, drücke einfach drauf, starte den Prozess, die Kamera sucht sich die Sterne vollautomatisch und rastet dort ein und das ist knackscharf. Also das ist wirklich perfekt. Wenn sie das nicht kann, also jetzt im Herbst habe ich mit der EM1X fotografiert, die hat diesen Sternenautofokus noch nicht. Und da habe ich mir wirklich schwer getan. Also ich habe mit der Vergrößerungslupe dann und mit der LV-Erweiterung auf AN2, also sprich dieser starken Verstärkung, habe ich versucht, in der Lupenansicht die Sterne so scharf zu stellen, dass sie halt möglichst klein werden. Ja, das heißt, je kleiner die Sterne im Sucher zu sehen sind, desto schärfer werden sie. Je breiter sie sind, desto unschärfer wird es. Und das war richtig schwierig. Also das geht bei der EM1 Mark III, geht das wirklich perfekt und völlig einfach. Ja. So, dann ist noch eine Frage gekommen, ISO auch nicht auf Automatik. Na ja, klar, wenn man. ISO-Automatik hat den Nachteil, dass ich dann keinen manuellen Modus mehr habe. Ja, das heißt, ich kann dann zwar Blende und Zeit einstellen, aber die Kamera macht mir quasi wieder eine Automatik, indem sie mit der ISO-Einstellung hin und her fährt. Ne? Das ist eigentlich dann eine ISO-Automatik, wenn man so möchte. Und dann ist der manuelle Modus kein manueller Modus mehr. Ja, also manuell ist dann, wenn ich ISO, Zeit und Blende wirklich selbst einstelle und das fixiere sozusagen. Ja. So, und Highlight Metering ist eine Möglichkeit, wenn man mit Automatik fotografiert. Das hat die Olympus-Kameras und ich glaube, ein paar andere haben es auch mittlerweile, haben eine Spotmessung, die auf die Lichterstellen sich konzentriert. Das heißt, da kann ich mit der normalen, muss man ein bisschen ausholen. Mit der normalen Spotmessung messe ich normalerweise einen mittelgrauen Bildbereich an. Ja. Und wenn ich den anmesse und die Messung unkorrigiert übernehme, dann kommt ein mittelgrauer Wert heraus. Ja. Also wenn ich zum Beispiel eine Graukarte anmessen würde. Will ich aber jetzt den hellen Pelz da zum Beispiel anmessen und möchte dort Zeichnung erhalten, dann würde ich mit der normalen Spotmessung ohne Korrektur hier einen mittelgrauen Pelz bekommen, weil ja jeder Belichtungsmesser auf mittelgrau abgestimmt ist. So, warte, ich komme gleich auf die nächsten Fragen.
Und deshalb gibt es in der Kamera eine Möglichkeit, eine Highlight-Spot-Messung zu verwenden. Also das nennt sich Spot High und es gibt auch das Gegenteil davon, Spot Shadow. Ja, wobei Spot Shadow würde ich gar nicht verwenden. Mit der Spot High-Messung könnte man jetzt mit Automatik hergehen und den Pelz hier oben anmessen, da wo jetzt gerade meine Hand ist. Ja, und dann die Belichtung ohne Korrektur speichern. Die Spot-High-Messung verschiebt dann den Messwert vom Mittelgrau nach rechts im Histogramm und das würde dem ähnlich kommen, was ich normalerweise im manuellen Modus mache. Der Nachteil der Automatik ist halt, dass man immer daran denken muss, dass man was eingestellt hat, dass man was korrigiert hat, man muss den Speicher wieder löschen. Es macht eigentlich das Fotografieren komplizierter, wenn man so möchte. Ja. Also ich mache das einfach so, ich gehe auf den manuellen Modus. Das Erste, was ich einmal mir überlegt, ist die Blende. Also die Blende ist für die Schärfentiefe zuständig, das ist für mich einmal ausschlaggebend, dass die mal passt. Dann kommt es aufs Motiv an, welche Belichtungszeit ich brauche. Es kann zum Beispiel sein, so wie hier, da habe ich wieder auch aus der Hand fotografiert mit einer 250. Sekunde. Das habe ich aber nur deshalb gemacht, weil sich das Tier nicht bewegt hat. Also der hat zwar aufgeschaut, aber der ist relativ ruhig in seiner Stellung geblieben und damit habe ich gesagt, okay, das traue ich mir jetzt zu, mit einer 250. zu fotografieren. Und deshalb sind die ISO relativ moderat geblieben. Also ich bin da zwar trotzdem auf 1600 ISO raufgegangen, es war relativ dämmerig damals schon, was ich mich erinnern kann. Also später Nachmittag im Winter kommt man halt relativ schnell dann auf hohe ISO-Einstellungen. Wie gesagt, ich schaue meistens auf die Blende, dann je nach Motiv auf die Belichtungszeit. Also wenn ein Vogel im Flug fotografieren will, dann wäre mit der 250. keine Freude haben. Dann sind wir eher beim 2000. bei größeren Vögeln, die langsam fliegen, und beim 4000. bei ganz kleinen Vögeln, die sehr schnell sind. Und dann kann schon einmal sein, dass die ISO halt entsprechend dann hoch müssen. Ja. Gut. Wie gesagt, das Highlight-Metering, das kann man mit Automatik kombinieren. Im manuellen Modus würde ich es nicht machen. Im manuellen Modus würde ich die normale Spot-Messung nehmen, auf den Pelz hinten drauf messen und dann weiß ich, wenn ich das jetzt nicht korrigiere, dann bekomme ich Mittelgrau dort. Und wenn ich dann den Wert einfach um circa 2 ein Drittel bis 2, 2 Drittel Blenden überbelichtet, das heißt quasi, wenn man jetzt den Helligkeitsindex anschaut in der Kamera, diese Punkte, wo in der Mitte 0 steht und dann rechts und links Plus und Minus. Wenn man das auf Plus 2, 2, ein Drittel oder 2, 2 Drittel einstellt, dann landet man auch hier. So habe ich das gemacht im Prinzip. Ja. Und dann kommt eine Helligkeit heraus, wenn man da oben schaut auf die RGB-Werte, dann kommt hier im Pelz eine Helligkeit von circa 240 heraus. Und das sagt mir, dass die Details voll erhalten sind. Sind jetzt natürlich unscharf, ja, weil es in die Unschärfe verschwindet, aber die Details sind da. Also ich kann da jetzt zum Beispiel, wenn ich die Lichter runterziehe, sehe ich auch, dass die Details noch voll erhalten sind. Ja. Und ich könnte da jetzt wunderbar rausarbeiten. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass das Motiv halt schon richtig belichtet ist. Und dann kann ich nämlich auch Rauschweih Fotos aufnehmen. Ja. Wenn man jetzt schaut in der 100%-Ansicht, das Rauschen bei 1600 ISO ist eigentlich sehr moderat. Ja, und ich glaube, dass da auch Capture One natürlich seinen Beitrag leistet. Aber grundsätzlich, je heller man belichtet, desto weniger Rauschen hat man. Ja, und desto mehr Detailzeichnung hat man. Hätte sogar ein bisschen mehr Schärfentiefe brauchen können, aber natürlich ist man da auch ein bisschen aufgeregt, wenn man sowas fotografiert. Ja. Und dann reicht es, wenn die Schärfe auf den Augen liegt. Die hat jetzt auch nicht so hundertprozentig gepasst und das könnte man jetzt korrigieren, indem man da die Struktur zum Beispiel ein bisschen erhöht. Dann kommen die Augen wunderschön scharf heraus. Und das hat auch hier vorne bei der Schnauze ein bisschen geholfen. Wenn man das dann ausdruckt, erkennt man das eigentlich fast nicht mehr, dass das etwas unschärfer ist. So, stellst du den Weißabgleich auch immer manuell ein? Ganz ehrlich, den Weißabgleich vergesse ich meistens und habe ihn auf Auto stehen. Aber ich stelle ihn dann in der Rohkonvertierungssoftware nach. Also ich mache das eigentlich bei Naturaufnahmen immer nach Geschmack.
Es geht weniger darum, dass das Bild jetzt farbtechnisch genau wiederzugeben in der Naturfotografie, sondern das soll eher dem Geschmack dann entsprechen. Das heißt, es kann dann sein, dass ich die Einstellung etwas wärmer wähle. Also dort die Kamera zum Beispiel gesagt 5300 Kelvin. Das entspricht in etwa Tageslicht, ja, bei Sonne. Und das war aber bewölkter Tag. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen wärmer haben möchte, dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt circa 6000 Kelvin gehe, dann wird das etwas wärmer. Und das ist, wie gesagt, das ist Geschmackssache und manchmal probiere ich da einfach herum, bis es mir gefällt. Also ich bin da jetzt kein Zahlenfreak oder ich würde da jetzt auch nicht mit einem X-Rite Color Checker herumlaufen und dann das mit Abgleichen und Profil erstellen und so weiter. Also in der Naturfotografie finde ich das ein bisschen überzogen. In der Produktfotografie hat es natürlich seine Berechtigung. Gesagt, Weißabgleich nach Geschmack. Man kann ihn auch fix einstellen. Es gibt immer wieder Situationen, wo der Weißabgleich falsch reagiert. Wir haben das jetzt bei der letzten Bildbesprechung gehabt, wo wir einen Bach fotografiert haben am Bärentrail im Waldviertel. Und da war teilweise, hat man in den Bildern einen Grünstich gesehen, aufgrund des automatischen Weißabgleichs. Ich habe jetzt leider die Beispielbilder nicht da, aber das ist dadurch entstanden, dass der Bach selber erstens einmal rötliches Bachbett hat, weil da sehr viel Eisen drinnen ist in dem Wasser. Und jetzt war flächenmäßig oft recht viel Wasser drauf. Und das hat dann den automatischen Weißabgleich dazu gebracht, das natürlich zu korrigieren. Ne? Und das Gegenteil von Magenta ist, wie ist das? Das geht ins Grüne dann. Ja? Und das war dann der Grünstich. Den konnte man dadurch erklären, dass eben sehr viel Fläche im Bild eben magentafarben war und das Gegenteil davon kommt halt dann als Korrektur heraus. Das heißt, in so einem Fall, wenn man das schon vorher weiß, könnte man das in der Kamera richtig einstellen. Wichtig ist das eigentlich nur bei JPEG-Aufnahmen. Ja, also wenn ich JPEG fotografiere, muss der Weißabgleich bei der Aufnahme passen. Da muss eigentlich alles schon stimmen. Ich sehe das ähnlich wie ein DIA früher. DIA hat man auch nicht mehr korrigieren können. Da hat es keine Korrekturmöglichkeiten in der Entwicklung gegeben. Und beziehungsweise ein Sofortbild aus der Sofortbildkamera. Also wenn man das jetzt so vergleicht. Und das RAW vergleiche ich ganz gern mit einem Negativ, wo man im Labor noch durch Nachwedeln, also Abwedeln und Nachbelichten, Lichterstellen erhöhen kann oder Schatten aufhellen kann und dergleichen. Also ich sehe den RAW-Konverter eigentlich genauso wie ein Fotolabor im Prinzip, nur dass es halt jetzt am Computer passiert und nicht mehr in der Dunkelkammer. Ja, wie gesagt, bei JPEG muss alles von vornherein stimmen, bei RAW kann ich es mir im Nachhinein aussuchen. Das ist halt da kein Problem. Das Einzige, was halt gut ist zu wissen, ist, dass der Belichtungsmesser in der Kamera auch abhängig ist vom Weißabgleich. Das heißt, wenn der Weißabgleich wirklich schlecht eingestellt ist oder wirklich voll daneben ist, dann kann das eine Auswirkung auf die Belichtungsmessung haben. Und dann sieht man vielleicht auf der Kamera ein Bild vermeintlich richtig belichtet und kommt im Nachhinein drauf, wenn man dann den Weißabgleich im RAW-Konverter richtig stellt, dass vielleicht die eine oder andere Farbe dann ausreißt. Ja, dass die dann einfach zu hell wird und dass man dann vielleicht doch Informationen verloren hat. So, gut, dann haben wir Flugaufnahmen. Wer hat das gefragt? Der Helmut Stein hat das gefragt. Schauen wir uns einmal Flugaufnahmen an, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde euch auch gerne eine Funktion zeigen, die ich mittlerweile sehr zu schätzen weiß. Und zwar ist das die Funktion ProCapture in der Olympus. Ja, ProCapture hat, glaube ich, bis jetzt nur Olympus in der Form, wie es es jetzt gibt, nämlich im RAW-Format. Also die Olympus-Kameras können bis auf die EM5 Mark III. Die kann es nur mit 30 Bildern, aber die 1er Modelle können alle im RAW-Format mit 60 Bildern pro Sekunde Bilder in einen Zwischenspeicher puffern. Das heißt, ich kann schon vor der Aufnahme, also ich gehe auf diesen ProCapture-Modus,
stelle meine Schärfe vorher ein, weil das geht mit dieser Home Burst Rate, geht das nur mit Single Autofokus. Ja, da kann ich keinen CAF mehr verwenden. Der muss vorher scharf stellen. Und dann kann ich den Auslöser halb gedrückt halten und auf das Motiv anziehen. Und dann warte ich ganz einfach. Und die Kamera puffert dann bis zu 35 Aufnahmen in einen Zwischenspeicher. Das macht sie die ganze Zeit mit 60 Bildern pro Sekunde. Und wenn ich dann zu spät abdrücke, weil meistens ist es zu spät, wenn dann der Vogel angeflogen kommt, dann bin ich meistens als Mensch zu spät dran und habe zu spät reagiert. Aber die Kamera kann mir, wie gesagt, dann beim Abdrücken die letzten 35 Bilder, die im Zwischenspeicher waren, auf die SD-Karte übertragen. Und damit kann ich dann sowas zum Beispiel einfangen. Also ich habe da eine ganze Serie eingefangen, wo der Bienenfresser in dem Fall anfliegt und hier landet. Das sind mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Dann setzt sich der her und dann übergibt er da Fliegebiene oder was immer das ist. Schauen wir mal rein. Das rauscht jetzt schon ein bisschen. Ich habe auch mit 2000 ISO fotografiert. Und was noch dazu kommt, es war mit Telekonverter fotografiert. Ja. Das heißt, beim Telekonverter habe ich euch gesagt, die Bilder werden ein bisschen weich. Ich habe in dem Fall sogar mit Offenblende mit dem Telekonverter fotografiert, damit ich halt mit dem ISO jetzt nicht allzu hoch gehen muss. Und bei Offenblende ist es ein bisschen weich, ja, muss man dazu sagen. Ist aber bei den meisten Kameras auch so. Was man hier sehen kann, ist die Belichtungszeit. Ich zeige euch dann auch gleich, wie ich die Schärfe zurückholen kann. Also der ist jetzt da voll im Landeanflug. Ein bisschen raus. So bei 50% passt es auf einmal wieder. Ne? Wir sehen es ja noch unscharf bei 100%. Bei 50% ist es eigentlich schon scharf. Und wenn ich das jetzt drucken würde, sieht es auch am Ausdruck wunderschön aus. Ist überhaupt kein Thema. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt die Detailzeichnung auch ein bisschen verstärken, indem ich die Struktur da leicht anhebe. Also ich sage da immer einen Wert zwischen 10 und 20. Könnt ihr euch merken. Ja, und dann kommt das Gefieder, das war fast schon zu viel, ja. Kommt das Gefieder schöner raus. Ja. Wenn man da jetzt die Alt-Taste drückt und auf dem Struktur den Namen drauf, dann sieht man, jetzt ist es ohne Struktur und wenn ich weggehe, kommt jetzt ein bisschen mehr Struktur raus. Gehen wir mal auf 15. Dann kann man hier den Unterschied sehen. Ja. Und das reicht eigentlich schon völlig aus. Wenn es auf 50% geht, ist das Bild knackscharf. Was man hier auch sehen kann, ist, dieses ProCapture funktioniert ja mit dem elektronischen Verschluss. Das kann ja mechanisch, kann ja das keine Kamera mehr schaffen. 60 Bilder pro Sekunde, da zerfällt wahrscheinlich der mechanische Verschluss. Da fliegen die Blenden, die Verschlusslamellen durch die Kamera. Das heißt, es muss elektronisch belichtet werden. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass es keinen typischen Rolling Shutter Effekt gibt. Ja, den Rolling Shutter Effekt habe ich in dem Fall nicht, weil der Vogel auf mich zufliegt und nicht quer durchs Bild durch. Wenn ich den Vogel verfolgen würde, wäre wahrscheinlich der Rolling Shutter Effekt auch gar nicht am Vogel so sehr zum Erkennen, sondern eher am Hintergrund. Also wenn dann zum Beispiel Bäume hinten wären, die würden sich dann durch den Rolling Shutter Effekt so leicht verbiegen. Aber wenn das Tier auf mich zukommt, mehr oder weniger, und sich nicht quer durchs Bild bewegt, dann habe ich dieses Problem auch nicht. Ja, und damit kommt das Gefieder da wunderschön heraus. Auch in diesem Fall habe ich die Belichtung vorher gemessen mit einem externen Belichtungsmesser, weil sonst wäre das wahrscheinlich überbelichtet gewesen, die Federn. Ja, und dann heißt es nur noch warten. Wobei bei der Olympus gibt es jetzt zwei Dinge, die ich empfehlen würde. Und zwar, wenn ihr mit so einem starken Teleobjektiv fotografiert, also wie gesagt, 420 mm entspricht der 840 im Kleinbild vom Ausschnitt her, dann, und der Stabilisator ist noch nicht aktiv, dann wird das Bild im Sucher halt sehr, sehr unruhig. Ja, das heißt, man tut sich dann schwer beim Scharfstellen. Und da gibt es eine kleine Abhilfe. Wenn man sich dazu überwinden kann, mit dem Daumen über die Backbutton-Fokus-Taste zu fokussieren,
Wenn man vorne fokussiert, funktioniert es nicht. Ja, da ist das Bild unruhig und wird erst dann ruhig, wenn ich fokussiere. Das heißt, der Stabilisator schaltet sich ein, sobald ich den Auslöser halb drücke. Und dann findet aber auch schon die Scharfstellung statt. Ja. Wenn man jetzt wirklich sehr gut scharf stellen möchte und präzise scharf stellen möchte mit so einem Tele, dann würde ich empfehlen, dass ihr über die AEL-AFL-Taste fokussiert, das heißt mit dem Daumen. Und dann kann ich nämlich den Auslöser halb drücken. Damit wird nämlich der Stabilisator aktiviert. Das heißt, ich schaue dann durch den Sucher schon auf ein stabilisiertes Bild und kann dann auf das stabilisierte Bild mit dem Daumen fokussieren. Und damit wird die Fokussierung dann noch präziser. Also das als kleiner Trick für euch, die halt Olympus verwenden. Gut, und wie gesagt, mit dieser Pro-Capture-Funktion kann man halt wunderschön, das dann mal rauszoomen, kann man halt wunderschön solche Action-Aufnahmen einfangen. Das muss man ein bisschen nachrechnen, da vom Capture One her. Ja, so bis zur Übergabe. Ja, was habe ich? Kann ich euch dann noch zeigen? Es ist um Belichtungszeiten gegangen. Diese Vögel sind jetzt sehr klein und sehr schnell und haben durch die kurzen Flügel haben die natürlich eine wahnsinnige Schlagfrequenz. Je kleiner die Vögel werden, desto schlimmer wird das. Das heißt, man muss damit rechnen, dass man eine Viertausendstel Sekunde braucht. Bei Kolibris wäre es noch kürzer. Ja, also die sind noch kleiner, noch viel höher frequenter beim Flügelschlagen. Da wird es dann irgendwann einmal wird's dann spannend mit der ISO. Ja, wenn man dann auf 8000stel Sekunde gehen muss oder vielleicht noch kürzer, dann wird es mit der ISO spannend und dann braucht man halt gutes Licht, damit das gut funktioniert. Ja, was habe ich noch zum Zeigen? Es wäre zum Beispiel diese Aufnahme, ist auch deshalb gelungen, weil ich vorher manuell belichtet habe. Ja, wenn ich das mit Automatik gemacht hätte, wäre genau das gleiche wieder passiert, wie ich es vorher beschrieben habe. Das heißt, das hätte wahrscheinlich dann so ausgeschaut, weil halt sehr viel der Hintergrund im Bild vorrangig da ist und das Tier eigentlich einen relativ kleinen, also der Falke in dem Fall einen sehr kleinen Bildraum ausmacht. Speziell die hellen Flügelstellen, ja, Schwanzstellen und so weiter. Also das ist halt ein sehr kleiner Bildanteil und da würde jede Automatik ganz einfach sich nach der Riesenwand da hinten richten und das Bild halt entsprechend dann überbelichten. Und die Frage ist dann, ob man die Zeichnung wieder herstellen kann. Also wenn es nicht so schlimm ist, geht das. Das kann Capture One sehr gut. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und belichte halt schon von vornherein richtig. Und dann brauche ich auch eigentlich nichts mehr bearbeiten. Das Bild ist eigentlich fertig. Wenn ich mir das anschaue, das ist bis auf das, dass er halt eine leichte Verwackelung noch drin hat, der ist halt sehr schnell geflogen. Aber auch das kann man, in dem Fall habe ich eine fast ein bisschen zu kurze, zu lange Belichtungszeit gehabt mit einer 2000stel. Da wäre wahrscheinlich eine 4000stel auch besser gewesen, weil die Falken halt auch extrem schnell sind. Ja. Aber ich kann mir das zurückholen, wenn ich hier mit dem Strukturregler wieder ein bisschen raufgehe. Dann bekomme ich die Detailzeichnung wieder sehr schön zurück. Dann ist das alles kein Problem. Und auch wenn man jetzt croppen würde, jetzt da mal auf, bleibt bei 4 zu 3, jetzt croppe ich da mal ins Bild hinein, ja, dann wird das noch immer gut aussehen. Speziell im Druck kommt es noch ganz knackscharf scharf heraus und ist kein Problem. Der hat übrigens da Maus in den Fingern. Also es ist kein ganz einfaches Motiv. Und ich glaube, dass ich das nur fotografieren konnte, weil ich aus der Hand fotografiert habe. Also vom Stativ wäre mir das sicher nicht gelungen. Das ist aufgenommen in Weiden am Neusiedler See. Und es ist halt so, da gibt es eine Löswand, ihr kennt das vielleicht eh, manche von euch, und da fliegen die Falken ständig hin und her in einem Tempo, dass man die fast nicht auf den Chip bekommt, sage ich jetzt einmal. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die man hat, damit es besser gelingt. Und zwar zum einen einmal, wie gesagt, vorher Belichtung einstellen, wenn das geht. In dem Fall hat die Sonne da Gegenlicht gebracht. Das habe ich gewusst, habe die vorher mit dem Belichtungsmesser gemessen, habe die Kamera entsprechend eingestellt. Das Licht hat sich Gott sei Dank nicht verändert.
Wenn sich's verändert, muss ich es natürlich nachstellen, dann fange ich wieder zum Messen an. Aber solange sich's nicht verändert, dann kann man mit den gleichen Einstellungen fotografieren. Und dann hatte ich halt noch das Glück, dass der Falke genau im Licht an mir vorbeigeflogen ist. Ne? Wenn er im Schatten hinten geflogen wäre, wäre es zu dunkel gewesen, aber ich hätte das Bild da noch nicht hergezeigt. Das hätte er einfach weggeschmissen. Ja, gesagt, also der hätte auch ein Viertausendstel vertragen. Bei größeren Vögeln könnt ihr errechnen, circa, also beginnend ab einer 1600stel. Also 1600stel bis 2000stel würde ich einmal meinen, ist gut geeignet. Alles, was länger ist, 500stel oder so in die Richtung, muss man schon Glück haben, dass das Tier wirklich zur Gänze dann scharf drauf ist. Meistens sind dann die Flügel schon unscharf und das Tier in der Mitte ist scharf, ja, das was auch irgendwie komisch ausschaut. Aber es kann für manche Aufnahmen kann es auch gut aussehen. Ne? Also wenn ich den Vogel scharf habe und dann den Rest verwischt dahinter, kann das auch gut aussehen. Da muss halt alles dann zusammenpassen und stimmig sein. Das hat man als Fotografin oder als Fotograf oft nicht im Griff. Ja. Dann gehe ich halt lieber auf Nummer sicher, indem ich eine kurze Belichtungszeit nehme. Und dann schafft man das vielleicht. Ja. Gut, wir sind von der Zeit her. Joel, bist du da? Schreibst du mir mal kurz. Darf ich noch sprechen oder bin ich schon am Ende? Ist der Joel da? Also ich rede jetzt noch weiter, bis er mich unterbricht. Gut, was ich euch noch zeigen wollte, ist ein bisschen was zum Thema Dynamikumfang. Und dazu habe ich hier ein paar ältere Aufnahmen mir ausgesucht. Und zwar eine Aufnahme, die habe ich im Jahr 2016 gemacht mit einer älteren Olympus. Das war damals die EM1 wahrscheinlich. Nein, die PenF war das. Ja, das ist die PenF mit der ersten Firmware. Und was habe ich da gemacht? Also im Prinzip wollte ich da diesen Weg, dieses Waldstück fotografieren. Also da ist noch eine Frage, tun wir das erst bei dem Falken. Wie misst du da die Belichtung? So, die Frage ganz kurz noch beantwortet zum Falken. Bei dem Falken, wie misst du da die Belichtung auf den hellsten Punkt im Gelände? Nein, mit der sogenannten Lichtmessung. Die Lichtmessung funktioniert. Jetzt muss ich ein Belichtungsmesser holen, damit ich es zeigen kann. Bei der Lichtmessung verwendet man, das kann nur ein externer Belichtungsmesser, das kann man in der Kamera nicht machen. Da hat der Belichtungsmesser so eine weiße Kugel, so eine Halbkugel. Kalotte sagt man dazu. Ja. Und mit der kann man das einfallende Licht messen. Das heißt, ich messe jetzt nicht das Licht, das vom Motiv zurückreflektiert wird, so wie es die Kamera macht, sondern messe das einfallende Licht. Also ich schaue eigentlich, wie viel Licht kommt in meine Szene. Und wenn man den dann entsprechend richtig hält, bekommt man Messwert und dann gibt es halt ein paar Erfahrungswerte, wo man dann vielleicht abgesehen von dem Messwert was korrigiert, damit dann eine Gegenlichtaufnahme schön wird. Ja. So. So, die Theresa. Ist die Frage beantwortet? Also wie das genau geht mit dem Belichtungsmesser, da gibt es einen eigenen Workshop. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das da in dem Rahmen erklären würde. So, wenn man keinen externen hat, hat man Pech gehabt. Das wäre in dem Fall, würde das nicht gehen, weil ich kann nicht den Falken sagen, bleib jetzt dort stehen in der Luft, ich messe jetzt dein Gefieder an. Es gibt in dem Fall keine Referenz, wo man drauf messen kann. Also ich kann zwar die dunkle Wand anmessen, aber wie stelle ich es dann nachher ein? Ist es dann richtig? Ist es dann für den Falken richtig, wenn er durchfliegt? Ne? Also das geht eigentlich nur so präzise und genau mit einem externen Handbelichtungsmesser. Ja. Die gibt es nach wie vor zu kaufen. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Ich bin da ein bisschen, ich möchte nicht sagen Extremist, was Belichtungsmesser und so weiter betrifft, aber ich nehme es halt schon sehr genau. Und das könnt ihr hier jetzt bei dem Motiv zum Beispiel sehen. Ne? So, warte mal, da ist noch eine Frage. Ich habe eine Frage zur Ausrüstung. Okay, die Theresa würde gerne sprechen. Die hat noch eine Frage zur Ausrüstung. Jetzt werden wir schauen, ob das geht, dass ich die Theresa. Kannst du mal die Hand heben, Theresa? Geht das? Da gibt es irgendwo einen Button, wo man die Hand heben kann.
Das sollte ich dann theoretisch sehen, muss ich aber das Teilen stoppen, glaube ich. So. So, die Theresa, Sprecherlaubnis. So. Theresa, du kannst jetzt, glaube ich, sprechen. Ich kann sprechen, hört ihr mich Ja, auch? ich höre dich, genau, Ah, wunderbar. sehr gut. Hallo. Ja, vielen Dank, Karl, für den spannenden Vortrag. Ich habe leider beim Anfang ein bisschen was verpasst. Ja. Und da bin eingestiegen, als du die Kameras von Olympus im Regen gezeigt hast. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Betrifft das alle Kameras von Olympus, dass die wasserdicht sind? Also es betrifft die 1er-Serie, das sind alle wasserdicht, also wasserdicht, da ja, muss man aufpassen. Man kann sie nicht eintauchen, ja. Also zum Baden Ja. sind sie nicht geeignet, aber sie sind alle spritzwasserfest. Die 1er Modelle speziell und es ist die EM5 Mark III ist auch spritzwasserfest. Okay. Alle, also auch die älteren, die EM5 Mark II war schon spritzwasserfest und die erste EM5 war es auch, aber noch nicht in dem Umfang wie heute. Und die Einsteigermodelle, die 10er Modelle und die PEN Modelle sind nicht spritzwasserfest. Okay. Wichtig ist, dass man auch spritzwasserfeste Objektive dazu verwendet. Ja, und zwar sind das alle Pro-Festbrennweiten. Beziehungsweise, wenn wir vorhin auch das 100-400er angesprochen haben, das ist auch spritzwasserfest. Ja, das ist zwar kein Okay. Pro-Objektiv, aber das ist auch abgedichtet. Und das 60er Makro ist auch abgedichtet. Ja. Okay, Also super. die erkennt man daran, dass sie beim Bajonett hinten einen Gummiring haben. Also wenn man das aufmacht hinten, dann erkennt man beim Bajonett, wenn man hinten mit dem Finger drüber fährt, gibt es so eine kleine Gummilippe. Und dann erkennt man, ob das Objektiv also wasserfest ist oder spritzwasserfest. Okay, ja, Ja? super. Und die Genau. andere Frage, die ich habe. Ich fotografiere, ich bin Anfängerin erstmal und ich fotografiere sehr gerne in den Donauarm. Und da Ja. habe ich am Wochenende eine Kolonie von Schwänen gefunden. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich, es war sehr bewölkt, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nur unscharfe Bilder hinkriege. Ja. Aber das Stativ auszupacken hat jetzt auch, ist jetzt auch nicht so wirklich eine Alternative gewesen, weil ich halt in Bewegung war und da, ja. Und ich habe dann überlegt, ob ich mir kaufe ein Einbein-Stativ. Und es gibt auch heute den Black Friday bei Manfrotto in Aktion. Aber wenn ich jetzt so betrachte, was du erklärt hast, auch wegen ISO und so weiter, höhere ISOs, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine gute Lösung wäre. Was kannst du mir Naja, dann? du wirst halt unflexibel dadurch. Ne? Also solange sich die Tiere, die Motive nicht stark bewegen, kann man natürlich mit dem Stativ arbeiten und das bringt natürlich Vorteile. Aber man verliert halt die Flexibilität dadurch. Ne? Also ich kann dann dem Tier nicht mehr so einfach folgen. Ne? Man braucht dann einen Gimbal, wo die Kamera dann leichter geschwenkt werden kann und das Ganze wird einfach ein bisschen umständlich. Besser ist es natürlich, wenn man das aus der Hand fotografieren kann. Und es nützt ja nichts. Sie muss ja trotz Stativ, wenn sich das Tier bewegt, muss ich ja trotz Stativ trotzdem kurze Belichtungszeiten einstellen, weil ich ja sonst das Tier selber unscharf wird, ne? Weil es sich zu stark bewegt. Also das hilft in dem Fall nichts. Sie kann ihn trotzdem dann nicht mit einer 15. oder 30. Sekunde fotografieren, wenn sich das Tier bewegt. Das bringt ja dann in dem Fall nichts, das Stativ. Ne? Die Vollformatfotografen verwenden ja das Stativ. Ich sage jetzt einmal in erster Linie deshalb, weil es halt wahnsinnig schwer ist, eine große Gerätschaft über Dauer aus der Hand zu halten und zu fotografieren. Das ist einfach ein Gewicht, was man da mit sich herumträgt. Das macht es halt mit der Zeit mühsam. Außer man ist Bodybuilder, dann geht es vielleicht leichter. Ja. Aber auf Dauer macht es halt keinen Spaß, damit Vögel im Flug zu fotografieren. Wenn die Kombination so 5, 6 Kilo hat, ne? Das irgendwann einmal spürt man das dann. Im Nacken, in den Schultern und überall und dann freut es einen nicht mehr. Ne? Und deshalb wird halt in der Regel vom Stativ fotografiert und das muss man dann alles mitschleppen. Ne? Das sehe ich schon als Nachteil, muss ich ehrlich sagen. Ne? Auch wenn jetzt die Kameras vielleicht hochauflösender sind oder vielleicht auch mehr Detailzeichnung haben, ja, natürlich haben die auch Vorteile, keine Frage. Ja? Aber gerade in der Natur- und Landschaftsfotografie ist halt jeder, manchmal jeder Kilo oder jeder halbe Kilo oft schon zu viel,
wenn man vielleicht noch anderes Gepäck auch mitnehmen muss, ne? Oder Regenbekleidung oder irgendwas zum Essen, zum Trinken, ja? Dann kommt man gut und gern gleich einmal auf 20, 30 Kilo, wenn man das alles mitschleppt. Und dann macht es halt nicht mehr so Spaß. Ne? Aber dann verstehe ich, also das stimmt, da kann ich alles unterschreiben. Ja, hast schon erfahren. Erfahrungen habe ich alles schon gemacht. Aber Okay. dann höre ich daraus, weil das eigentlich eine gute Kamera und gute Objektive das Beste, die Beste Was ist. hast du für Kamera? Darf ich fragen? Ich habe diese Canon EOS 77D, das ist auch Ah, ein du Reiz. bist es. Ja, Und okay. wenn ich mit 800 oder 400 ISO fotografiere, schauen meine Fotos nichts aus wie deine, die du vorher Ja. gezeigt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Modell ist. Ich kann da leider nichts dazu sagen. Wann hast Ja, denn du ganz neu ist gekauft? es nicht, sage ich Ja. mal. Also ich kenne das Modell überhaupt nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Alter zusammen. Ne? Also die Kameras werden natürlich auch immer besser und auch die Stabilisierung wird immer besser. Ich müsste wirklich sehen, die Fotos, dass ich da was sagen kann dazu. Und also, dass ich anhand der Fotos sagen kann, liegt es am Fotografieren oder liegt es an der Kamera. Ne? Also das könnte ich natürlich schon machen. Wenn du willst, können wir uns da mal ein eigenes Zoom-Meeting ausmachen und setzen uns einmal zusammen auf eine halbe Stunde. Und ich schaue mir deine Bilder an. Dann kann ich da ein bisschen ein Feedback geben dazu. Ja. Sehr, sehr gerne. Aber ohne das zu sehen, ist es halt schwierig zu sagen. Ne? Kann an den Lichtverhältnissen liegen, es kann an der Entfernung liegen. Es sind so viele Dinge, die da mitspielen, was schief gehen kann. Es kann am Autofokus liegen. Also es ist so unterschiedlich. Es muss man wirklich sehen. Und dann kann ich mehr dazu sagen. Darf ich mich da einfach bei dir melden? Ja, kannst du mir E-Mail schreiben? Meine Homepage kennst du? Kenne ich, ja. Ja, okay. Schreibst mir einfach ein E-Mail, dann machen wir uns was aus. Okay, Ja, und ich schaue mir super. das an bei dir. Vielen Dank. Ja, ich sage auch danke. Der Michael hat auch die Hand gehoben, schon lange. Ich habe das leider übersehen. Hast du noch eine Frage, die du stellen willst? Soll ich dich freischalten? So, lieber Karl. Okay. Also der Michael muss schon zu einem anderen Termin, aber das ist kein Problem. Dann sage ich danke, dass du dabei warst. Und wir können uns ein anderes Mal auch noch unterhalten, wenn du noch Fragen hast. Das ist alles kein Thema. Gut, so, was haben wir noch Schönes? Habe ich schon. Okay. Gibt es sonst noch Fragen von eurer Seite? Ich gehe wieder zurück auf Capture One. Ich wollte euch das ja noch kurz zeigen mit der Belichtung. Ja, also vielleicht schreibt es dazwischen Fragen. Ich schaue dann wieder rein in den Chat. Zu dem Motiv. Warum habe ich das so belichtet, wie es belichtet ist? Ja. Man hätte natürlich auch ein HDR machen können. Das ist eine extreme Lichtsituation, extrem kontrastreich. Und das kann im Prinzip kein Sensor mit einer Aufnahme, man schafft das kein Sensor. Größere Chancen hätte man wahrscheinlich mit einer Phase-1-Mittelformatkamera. Da wird es wahrscheinlich viel besser gehen. Aber mit den normalen Kameras, sage ich jetzt mal, die wir als Amateure oder so Semi-Profis verwenden, wird es eher schwierig und dann wird es eher so aussehen. Das ist jetzt mit einer relativ einfachen Kamera, mit der Pen-F fotografiert von Olympus. Im Urlaub haben wir es mitgehabt. Und worauf ich achte, ich renne immer mit einem externen Belichtungsmesser herum. Ich schaue mir einfach die hellsten Stellen im Bild an und schaue, dass die erhalten bleiben. Ja, wichtig ist bei einem Digitalfoto, dass die hellen Stellen, wo ich noch Information drinnen haben möchte, dass die nicht ausbrennen. Ja, das heißt, die müssen im RAW-File so belichtet sein, dass ich die wieder dunkler machen kann und ohne dass ich Details verliere. Und wenn das einmal überbelichtet ist, dann wird es nur mehr ein weißer Fleck und vielleicht wird es durch die Lichterwiederherstellung ein grauer Fleck, aber es wird nie mehr die Zeichnung in den Details zurückkommen. Und deshalb habe ich in dem Fall hier auf die Steine hier hinten gemessen. Warten wir mal. Das heißt, die sind jetzt sehr hell belichtet. Wenn man da jetzt schaut, sind wir wieder bei einer Helligkeit ungefähr von 200, ja, so um die 230 herum, so wie ich es vorher schon beschrieben habe. Ja, also nach rechts belichtet. Und ich kann das jetzt problemlos im RAW-Konverter etwas dunkler wieder machen.
Das heißt, ich habe dadurch, dass ich jetzt das so hell belichtet habe, ist jetzt nämlich in den dunklen Stellen etwas mehr Reserve vorhanden, ohne dass man das zu sehr zu rauschen beginnt. Das heißt, ich kann jetzt da die Lichter ein bisschen runterregeln. Mit Gegenlicht soll es schon noch aussehen. Ja? Also es darf ruhig hell sein, aber es sollte halt nicht zu hell sein. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig sehe, weil ich da ziemlich angeleuchtet werden von den Scheinwerfern und da ordentliches Gegenlicht habe. Es kann sein, dass ich jetzt die Regler nicht richtig erwische. So, und jetzt könnte ich da die Schatten aufhellen. Und dann schaut, ich tue es jetzt einmal übertreiben. Jetzt schaut mal, was in so einem Rohfeil drinnen steckt. Ja, das heißt, auch obwohl das jetzt eine ältere Kamera ist, kann ich da relativ stark am Schattenregler ziehen und diese Informationen sind alle noch im Rohfeil drinnen. Natürlich würde ich es nicht so hell machen. Ja. Das heißt, es soll zwar erkennbar sein, dass da Bäume sind, aber damit das jetzt noch natürlich aussieht, würde ich es vielleicht maximal so einstellen. Also, dass ich noch erkenne, da stehen jetzt einzelne Bäume und da vorne ist auch irgendwas, ja, aber das muss jetzt nicht bis ins letzte Detail da sein. Und durch dieses Herumziehen an den Lichter- und Tiefenreglern wird das Ganze aber jetzt etwas flau. Ja, das heißt, es verliert ein bisschen an Kraft. Ich muss mir die Lichter jetzt noch einmal genauer anschauen, weil da heroben haben wir das Astwerk und dahinter die Wolken. Das ist jetzt ein bisschen unscharf. Das ist halt doch der alte. Das ist das Objektiv. Ja, das ist das kleine Objektiv. Also egal jetzt von der Schärfe her, aber wenn ihr euch die Äste anschaut, dann ist halt wichtig, dass sich der Hintergrund nicht durch die Äste quasi durchfrisst und mit der Information dort wegbeißt sozusagen. Also es wird dann zu richtigen ausgebissenen Kanten da führen, wenn man zu hell belichtet. Und das kann ich jetzt relativ schön, wenn ihr schaut, ja, kann man da eigentlich noch viel mehr Äste zurückholen, weil das Bild einfach richtig belichtet ist. Ja. So, und dann kann ich aber die hellen Stellen, wenn ich möchte, durch den Weißregler, also ich kann die Wolken wieder weiß machen. Ja. Und dann schaue ich mir das aber noch zusätzlich an, ob ich irgendwo chromatische Aberrationen habe oder rosa Säume. Ja, das heißt, das würde ich dann an diesen Ästen erkennen, ob es einen rosa Saum gibt. In dem Fall gibt es keinen. Wenn es aber einen geben würde, dann gibt es im Capture One bei den Objektivkorrekturen eine Einstellung für chromatische Aberration. Und das erkennt sie teilweise automatisch und macht eine Default-Einstellung, beziehungsweise kann ich auch das ganze Bild analysieren lassen, indem ich hier auf diesen Button klicke und sage Analysieren. Das funktioniert nämlich auch mit Fremdobjektiven. Also selbst wenn ich jetzt ein Objektiv habe, für das es kein Profil gibt, in Capture One, kann ich trotzdem chromatische Aberrationen auskorrigieren lassen durch die Software, wenn ich ihr sage, sie soll das Bild analysieren. Ja, das heißt, dann kriege ich das weg. Was noch sein kann, sind so rosa Säume. Die kann man mit diesem Regler wegbekommen. Violette Farbsäume, also rosa-violett, die könnte man hier wegkriegen. Oft, also da ist es meistens so, dass ich den dann wirklich auf 100% ziehe, damit das sauber weg ist. Und funktioniert eigentlich sehr gut. Dadurch, dass das jetzt im Hintergrund ist, ist mir das jetzt relativ egal, ob das jetzt so knackscharf ist. Ja. Mir kommt es eher da unten auf die Schärfe an, am Boden. Da schaue ich eher hin. Nachdem das auch schon ein bisschen ältere Kamera ist und die noch den Low-Pass-Filter drin hat, wenn man da einfach mit dem Detailregler ein bisschen rauf, also mit dem Strukturregler ein bisschen raufgehen, dann kommt die Struktur schöner raus. Und mehr würde ich eigentlich schon gar nicht mehr machen. Das heißt, man schaut noch einmal die Tiefen, aber halt richtig schön schwarz. Und dadurch, dass ich die Tiefen ein bisschen angehoben habe, erkennt man halt, dass da ein Wald ist und dass das halt nicht im Schwarz absauft. So, dann habe ich noch ein zweites Beispiel. Ähnliche Situation. Extremes Licht. Also da hinten die Wolken, vorne voller Schatten, da hinten leuchtet es ein bisschen durch. Und, warte mal, B, sagen wir mal darunter. Das ist jetzt das fertig bearbeitete Bild dazu.
Ich muss dazu sagen, das war mit einem Fischauge fotografiert. Also das ist jetzt eigentlich bewusst, habe ich das so fotografiert. Ich weiß, es schaut nicht besonders toll aus, aber es hat doch irgendwo eine eigene Dynamik. Deswegen wollte ich es fotografieren. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass man aus dem Bild noch sowas machen kann. Ja. Und das aber nur deshalb, weil die Wolken halt richtig belichtet waren. Ja. Das heißt, wenn ich mir das da anschaue, bin ich knapp unter 255, was für Wolken auch noch in Ordnung geht. Ja, das heißt, wenn ich da jetzt die Lichter runterziehe, kommt die Wolkenzeichnung voll durch. Ja, aber nur weil ich es halt nicht übertrieben habe mit der Belichtung. Wenn ich es übertrieben hätte, dann würde da nichts mehr zurückkommen. Und was noch dazu passieren würde, wäre, dass sich halt der Himmel da wirklich extrem in diese Kanten hineinfrisst und dann ist das Bild eigentlich kaputt. Ja, dann kann man es vergessen. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, die Wolken sind mir wichtig, die möchte ich richtig haben, damit ich dann den Rest gescheit bearbeiten kann, habe ich eben auf das mich orientiert und kann dann die Wolken aber mit dem Weißregler wirklich wieder schön weiß machen. Also da verändere ich ja nur die hellsten Bildstellen. Ja, und dann kann ich mich um die Schatten kümmern. Ja. Und da ist relativ viel drin. Ja. Also wenn man das jetzt ganz raufzieht, ist natürlich nicht schön, ja, aber ich mache es jetzt einmal so, wie ich es ungefähr für richtig halten würde. Ich sage jetzt einmal, ja, so in dem Bereich circa. Jetzt sieht man aber, dass man dadurch, dass wir die Lichter so weit runtergezogen haben und die Tiefen ziemlich weit drauf, dass das Bild an Kraft verliert. Ja, das heißt, es wird ein bisschen flau, ein bisschen kraftlos. Und das würde ich jetzt keinesfalls mit dem Kontrastregler machen, weil der Kontrastregler geht aufs ganze Bild, wirkt sich nicht nur auf den Kontrast aus. Wenn man das jetzt mit dem Kontrast macht, ist eigentlich kaputt. Ja. Und wir verlieren wieder die Tiefenzeichnung. Ja. Was noch dazu ist, es wird der Kontrastregler wirkt sich auch auf die Farbsättigung aus. Ja. Das heißt, wenn ich den Kontrast erhöhe, werden auch die Farben gesättigter, wenn euch das anschaut. Ja. Man sieht es eh schön. Die Farben werden auch kräftiger. Aber es macht mir das Bild kaputt. Und um sowas schöner zu machen, gibt es den Klarheitregler. Klarheitregler ist für Landschaft und Architektur mein Lieblingsregler. Und den kann man jetzt relativ weit hochziehen, ohne dass jetzt dieser Kontrast übers ganze Bild eben geht. Und wenn ich hier natürlich die Methode natürlich verwende, dann ändert sich auch nichts an der Farbsättigung. Dann geht es wirklich nur auf den Mittenkontrast und die Lichter und Schatten bleiben gleich. Ja. Wenn man mehr Farbsättigung will, gibt es eine andere Methode und zwar wähle ich dann für die Klarheit die Methode Durchschlag und die wirkt sich dann auf den Kontrast und auf die Farbsättigung aus. Nämlich auf den Mittenkontrast und auf die Farbsättigung der Mitteltöne. Ja, und dann kann man das wieder recht schön herausholen. Und man sieht eigentlich, dass in den Schatten das Rauschen sich eigentlich in Grenzen hält und trotzdem noch Detailzeichnung da ist. Ja, obwohl wir jetzt einen verhältnismäßig kleinen Sensor verwenden. Wenn man will, kann man da noch ein bisschen Struktur dazugeben. Aber ich würde es nicht übertreiben, sonst bekommt es ja so ja, Kontrastkanten, die halt dann nicht mehr schön ausschauen. Ich übertreibe es jetzt einmal, ja, dann wird es so aussehen. Das sehe ich aber manchmal, bei manchen Teilnehmern habe ich das auch schon unter Anführungszeichen bemängelt, ja, dass oft zu sehr geschärft wird und dann wirkt es irgendwann, sagt man, ja, das ist jetzt ein Digitalfoto. Ja, das ist jetzt so die typische Aussage, wenn Bilder wirklich überschärft aussehen. Gut, das ist so, na, es ist sogar noch ein bisschen schöner geworden mit das, was ich vorher bearbeitet habe. Gut, habt ihr jetzt noch Fragen? Darf ich euch noch irgendwas erzählen? Schreibt es bitte in den Chat. Oder wer sprechen möchte, kann die Hand heben. Sind schon alle eingeschlafen wahrscheinlich. So, wenn es keine Fragen mehr gibt,
Dann muss ich, glaube ich, Schluss machen, weil es ist schon 12. Also wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drüber über meinen Zeitkontingent. Dann würde ich mich bei euch verabschieden und sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt zum Digital Store geht, habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, bei den Black Friday-Tagen abzukassieren bzw. eure Sachen günstiger zu kaufen. Ja, und es wird von dem Video wird's eine Aufzeichnung geben. Das heißt, ihr könnt euch das im Nachhinein dann auch noch einmal in Ruhe anschauen, wenn ihr wollt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen Workshop dann auch sehen. Ich habe jetzt für heuer nichts mehr geplant. Es macht keinen Sinn mit dem Lockdown. Heuer wird sowieso nichts mehr passieren. Und nächstes Jahr, die Planung für nächstes Jahr, die gehe ich jetzt demnächst an und dann findet ihr die Termine auf meiner Homepage. Die Homepage vielleicht ganz kurz, wer sie noch nicht kennt, zeige ich sie her, weil da muss ich wieder zeigen. Sonst seht ihr nichts. So, Safari, wo ist der Safari? Da ist der Safari. So, meine Homepage geht so. Das ist meine Homepage. So, und da findet ihr im Menü Workshops, Fotoworkshops, E-Learnings und so weiter, findet ihr den Eventkalender. Und da sind dann alle Events drin. Also nicht nur meine Workshops, sondern auch zum Beispiel jetzt dieser Vortrag oder verschiedene andere Events, wo ich halt dabei bin. Dann findet ihr eine Beschreibung von den Workshops. Und es gibt für die Olympus-Kameras gibt's eigene E-Learning-Kurse. Also ich habe vor der Pandemie habe ich immer so Tagesworkshops gemacht, wo ich die Kameraeinstellungen erklärt habe. Und seit Corona gekommen ist, habe ich dann eigentlich fast von einem Tag auf den anderen umgestellt auf E-Learning-Kurse. Das heißt, es gibt Selbstlernkurse, wo ich auf alle Einstellungen eingehe, wo ihr euch ein Set-File für die Kamera runterladen könnt und anhand des Set-Files erkläre ich dann die sinnvollen Einstellungen auf der Kamera, die gegenüber den Werkseinstellungen einige Vorteile haben. Also diejenigen, die das schon haben und wissen, habe ich eigentlich immer bestätigt bekommen, dass sie ganz happy sind mit den Einstellungen. Natürlich kann man dann das Ganze abwandeln, wenn man möchte, auf die eigenen Bedürfnisse. Aber ich glaube, es ist einmal ganz ein guter Ausgangspunkt. Ja, und da gibt es eben für alle Kameramodelle, für die Einzelmodelle im Speziellen, gibt es eben einzelne Kurse, die genau auf dieses Modell eingehen. Und es gibt einen für die EM5 Mark III. Die älteren Modelle habe ich jetzt hier nicht mehr drinnen. Und für die 10er Modelle, für die Einsteigermodelle werde ich nächstes Jahr Online-Kurse anbieten, weil die Kameras jetzt nicht so umfangreich sind, dass man da einen eigenen E-Learning-Kurs draus machen kann oder müsste. Das kann man in einem Online-Kurs in einem Tag oder einen halben Tag kann man das auch erledigen. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Online-Kurse. Also Software-Kurse mache ich eigentlich nur noch online. Das hat sich auch bewährt. Und das mache ich dann über mehrere Abende meistens verteilt über Zoom. Da gibt es eine Aufzeichnung, dann kann man sich das quasi am nächsten Tag wieder anschauen. Kann den Teil, den wir besprochen haben, kann man sich in Ruhe ansehen, kann das Revue passieren lassen, vielleicht diverse Übungen machen. Und dann geht es am übernächsten Tag wieder weiter, bis wir halt den Kurs erledigt haben. Und es gibt natürlich auch wieder Aufzeichnungen, die alle Leute, die bei mir auf der Lernplattform sind, sich auch im Nachhinein ansehen können. Wer die Lernplattform noch nicht kennt, die gibt es hier. So, ganz kurz. Lernplattform heißt training.grapia-photography.com und da könnt ihr als Olympus-Userinnen und User müsst ihr keinen Kurs besuchen, also ihr könnt auch nur einen User-Account beantragen, wenn ihr wollt. Und dann stehen euch bereits ich habe so regelmäßige Q&A-Meetings für Olympus-Kameras. Da gibt es hier die Q&A-Zoom-Meetings mit den einzelnen Terminen. Und da kann man sich dann selbst anmelden für den jeweiligen Termin, wo man Zeit hat. Und dann treffen wir uns an dem Termin, machen ein Zoom-Meeting, können über diverse Fragen reden.
Es gibt auch vorab eine Fragensammlung, wo man seine Fragen schon reinschreiben kann, die mir dann quasi als roter Faden dienen. Und es gibt nach jedem Q&A-Meeting gibt es auch eine Aufzeichnung, die man sich dann im Nachgang immer wieder ansehen kann, wenn man das möchte. Ja, das war's von meiner Seite. Ich glaube, ich konnte euch ein bisschen einen Überblick bringen. So, machen wir das Safari einmal zu und dann das B. So. Gut, warte, so. Passt. Ich hoffe, ihr könnt es mich noch sehen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen Workshop sehen und nutzt vielleicht noch die Gelegenheit, dass ihr euch im Digital Store jetzt mit Equipment eindeckt, solange es jetzt noch günstiger ist. Und wenn ihr Fragen habt, ihr seid jetzt halt jederzeit willkommen, könnt ihr mir E-Mail schreiben. Oder anrufen ist auch kein Problem, wenn ich Zeit habe. Die Adressdaten und so weiter findet ihr auf meiner Homepage. Okay, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich gerne Schluss machen, damit der nächste dann starten kann demnächst. Sag vielen Dank und viel Spaß weiterhin beim Fotografieren. Und bei der Tier- und Landschaftsfotografie nehmt das bitte mit Geduld. Manchmal braucht man ein bisschen länger, bis man zu tollen Aufnahmen kommt. Alles Liebe, wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's es gut, gell? Danke. Ansonsten wäre ich noch dafür fragen, wenn ihr wollt. Also diejenigen, die noch was fragen wollen, können gerne noch was fragen. Ja, die Termine für 2022 mache ich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen. Möchte ich die Termine fürs erste Halbjahr. Bienenfresser. Ja. Ja, das mit den Bienenfressern ist so eine Sache. Ich möchte eigentlich einen neuen Platz suchen. Ja, also Weiden ist zwar interessant, aber mir kommt vor, dass das immer weniger Vögel dort sind und es wird auch schwieriger, weil die Wand auch immer weiter nach hinten geht. Man steht immer weiter weg von Jahr zu Jahr. Also ich werde schauen, ob ich nicht einen neuen Platz finde, wo das besser geht. Ja, aber ist einmal ein guter Ansatz. Ich werde mir das aufschreiben und dann denken, dass wir einen eigenen Bienenfresser-Workshop machen. Danke für die Frage. Ja, Tier- und Sportfotografie. Also Tierfotografie auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich würde gerne nach Helgoland wieder. Da bietet sich das wirklich perfekt an. Es ist eine kleine Insel, die ist, soviel ich weiß, nur 4 Quadratkilometer groß. Man geht dort alles zu Fuß und vor allem, das muss ich euch so vielleicht noch zeigen, der noch da ist, man hat es nicht weit zu den Tieren. Wenn ich mir das jetzt anschaue, beim Vogelfotografieren sieht das so aus. Das heißt, die haben da diese riesige Steilkante dort und da nisten die Vögel und die fliegen einem mehr oder weniger vor der Linse vorbei. Ist total angenehm, man kann dort fast eben hingehen. Es gibt keine bergsteigerischen Aktivitäten dort und kann wirklich tolle Motive dort einfangen. Also insofern liebe ich ja Helgoland, was das betrifft. Und ich mache das dann immer so, dass wir in Summe eine Woche unterwegs sind. Und zwar ein paar Tage auf Helgoland. Meistens von Sonntag, also Sonntag treffen wir uns. Samstag oder Sonntag treffen wir uns auf Helgoland. Hotel und so weiter macht sich jeder selber aus. Wir treffen uns dort und fotografieren dann meistens bis Donnerstag. Fahren dann am Donnerstag mit der Fähre zurück nach Cuxhaven. Und dann habe ich noch im Anschluss bis zum Wochenende Fotowalks angeboten in Hamburg, was auch immer gerne angenommen wird. Und das Nette dabei ist, dass dann auch deutsche Fotografen dazukommen, Fotografinnen und Fotografen, und wir dann gemeinsam in Hamburg die Gegend unsicher machen. Ja, und das würde ich gern nächstes Jahr wieder anbieten und hoffe halt, dass die Corona-Situation uns das zulässt.
dass es nicht noch schlimmer ist, als es jetzt eh schon ist. Ich hoffe, dass sich viele impfen lassen und dass das dann irgendwann einmal schön langsam ein halbwegs vernünftiges Ende findet. Ja. Gut, die Sportfotografie muss ich schauen, wie es da weitergeht. Also ich könnte euch anbieten, Rallye-Fotografie könnte man eventuell machen. Da ist es nur von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger, Genehmigungen zu bekommen. Also ich als mit einem Pressefotografenschein oder Presseausweis ist es kein Problem. Aber einen Workshop dort zu machen, kann ein Problem werden mit den Zulassungen. Aber ich werde mich darum kümmern, vielleicht können wir da ja auch irgendwas machen in die Richtung. Ja. So, dieses Jahr war Vogelfotografie ein bisschen eher schlecht. Genau, ja. Also wie gesagt, der Helmut hat das eh auch geschrieben. Vogelfotografie war glaube ich zweimal am Neusiedler See. Einmal bei einem Mal war ich mit dem Helmut gemeinsam, haben wir überhaupt keine Vögel gesehen. Also das war wirklich ganz in der Entfernung einmal ein Falke, dann ganz weit weg. Den konnte man nicht fotografieren, sondern maximal mit dem Fernglas beobachten. Und sonst waren dort keine Vögel. Also es war wie verhext. Wir haben dort fast den ganzen Tag verbracht, aber es waren keine Tiere dort. Und ich habe den Eindruck, dass das von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Und deshalb bin ich auf der Suche nach neuen Plätzen. Wenn sich da irgendwas ergibt, dann werde ich gern was anbieten. Gut, so, jetzt schauen wir mal, wer noch da ist. Ich glaube, es werden jetzt schon weniger sein. Okay. Na, sind doch noch ein paar. Habt ihr jetzt noch ein paar Fragen oder soll man es beenden? Ansonsten würde ich Danke sagen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Im Waldviertel gibt es auch Bienenfresser, ja, das stimmt. Nur die Plätze müssen wir finden. Das verrät nämlich niemand. Wenn es einen guten Platz gibt, will das keiner verraten. Das ist so ähnlich wie bei Lost Places. Aber da ist es quasi fast schon eine Religion, das nicht zu verraten. Sonst werden die Sachen überlaufen, wird was kaputt gemacht und so weiter. Ne? Und ähnlich ist es bei den Tieraufnahmen. Tierfotografen verraten eher ungern, wo sie hingehen. Ne? Okay, dann sage ich Danke und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Gell? Ciao, Baba, schönes Wochenende.